Das Buch ist der Versuch, die letzten 25 Jahre irgendwie zu packen, auf drei Ebenen, eine sehr persönliche, eine journalistische und eine analytische Ebene. Es geht um die Entwicklung im Nahen Osten, besser gesagt die Entwicklungen zwischen dem Nahen und Mittleren Osten und dem Westen in den letzten 25 Jahren, die sehr problematisch waren. Das heißt, der Irakkrieg 2003, davor schon der Wüstensturm 1991 und natürlich der 11. September 2001 gehört dazu und der arabische Frühling und seine Komplikationen bis hin zum Islamischen Staat. Dieses Buch ist so ein Versuch, das alles zusammenzufassen, einen Blick reinzuwerfen, auch ein wenig einen ironischen Blick und nicht immer alles nur ganz seriös analytisch oder besser gesagt seriös analytisch, aber mit einem ironischen Blick hin zu einem Gefühl über diese Regionen und über diese Konflikte zwischen den Regionen. Also Glück auf, ich begrüße Sie und danke Ihnen, dass Sie heute hergekommen sind. Und ich freue mich besonders, dass der Verein Neue Heimat auf uns zugekommen ist, den Studentenrat und den AFGAS. Und wir zusammen es geschafft haben, dass Herr Suleiman uns heute beehrt und uns sein Buch vorstellt. Danke. Krieg und Chaos im Nahen Osten. Ja, und ich denke, das waren genug der Worte. Fangen wir an und genießen es. Ich würde gerne mal kurz was sagen zu dem Verein Neue Heimat an sich. Also wir sind ein relativ junger Verein. Wir haben uns erst vor 2 Jahren gegründet, also 2016, war eher so gut. Aber damals sind relativ wenige Mitglieder. Heute sind wir sehr stark gewachsen. Wir sind mehr als 100 Mitglieder sozusagen. Das ist unser Vorsitzender, Mahmoud Nasrallah. Und die beiden stehen sehr gut miteinander in Kontakt. Deswegen ist das heute hier auch ermöglicht worden. Ja, ich bin auch ehemaliger Student von Freiberg hier, habe studiert. Und bin ich praktisch in der Verein und bin ich wohnhaft in Freiberg seit 1990 praktisch. Und nebenbei haben wir diese neue Heimatverein gegründet, eine Zusammenarbeit, oder auch damit wir die neuen Mitbürger, die nach Freiberg gekommen sind, dass die stärker in die Gesellschaft sich integrieren eigentlich. Und da wünschen wir uns, dass irgendwie so eine Veranstaltung, dass man weiß, was in Nahost passiert oder sowas, dass man im Hintergrund weiß, was überall da unten läuft. Und jetzt gebe ich das Wort zu unserer Kollegin oder den Verfasser oder Bitte schön. Ja, danke schön. Ich glaube, alles ist schon gesagt worden. Wir können nach Hause. Guten Abend, danke, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind. Die Veranstaltung hat 2 Teile. Zum einen würde ich über die Geschichte eines Buches sprechen. Das machen Autoren nicht gerne. Sie hatten das Geheimnis für sich, ich würde es gerne machen. Dann werde ich auch aus dem Buch lesen. Sollte Ihnen das gefallen, was ich lese? Lauter. Ja. Sollte Ihnen das gefallen, was ich lese? Können Sie das Buch erwerben im Anschluss? Kostet 17,90 Euro. Und den am Tisch. Sollte es Ihnen nicht gefallen, kaufen Sie das Buch trotzdem. Kann nur besser werden. Mit dem Buch fing es an, als ein Verleger aus Frankfurt auf mich zukam und meinte, ob wir nicht irgendetwas über Nahost schreiben könnten. Nahost, Marktlücke. Aber es gibt erfolgreiche Autoren, ich erwähne einige davon, Michael Luders, Jürgen Tuttenhofer und so weiter. Also schon ein Bereich, wo die Leserschaft nicht mehr so spezialisiert ist, sondern schon allgemeiner Natur geworden ist. Ich wollte allerdings nicht ein normales Buch schreiben, also nicht auch normal, aber kein normales Buch im Sinne von Analyse, Analyse, Analyse. Ich glaube, wir haben genug Analysen, egal wie sie stehen, zu welchem Thema. Sie werden und würden findig sein, wenn sie nach Argumenten suchen. Pro und Contra, egal was Thema ist. Der Markt ist voller Argumente und Analysen. Und da habe ich entschieden, ein Buch zu schreiben, was Analyse mit persönlichem Erleben verbindet. Das heißt, was ich erlebt habe als Journalist, was ich erlebt habe als Araber, Syrer. Papa. Ja. Der Mann ist langweilig, ich weiß. Aber gut.
wundern Sie sich nicht, das gehört dazu, dass Kinder dabei sind. Ich freue mich besonders, ehrlich. Zunächst einmal zu meiner Person, für die, die mich noch nicht gegoogelt haben, in diesem Zeitalter. Mein Name ist Aksan Suleiman, komme aus Syrien ursprünglich. Ja, wir kamen Ende der 80er Jahre nach Berlin, nach Deutschland und sind hier hängen geblieben. Ich habe Publizistik, Kommunikationswissenschaften und Politologie, auch Islamwissenschaft studiert. Habe als Journalist gearbeitet, auch über 10 Jahre für Al Jazeera, den arabischen Nachrichtensender, ehe ich 2012 aufgehört habe aus Überzeugung. Seitdem bin ich freier Journalist, freier Autor und tauche hier und da bei Talkshows, wenn eine arabische Meinung gefragt ist. Kommt nicht so oft vor, aber wenn dann. Das Buch deckt eine große Zeitspanne ab. Das heißt, es fängt schon 1990 an, nicht nur, weil wir in diese Zeit nach Deutschland kamen. Wir waren beide junger und dünner und hübscher und alles gut. Sondern auch, weil das ist ein sehr entscheidendes Jahr für Deutschland, die deutsche Einheit, für die arabische Welt, der Wüstensturm, der Angriff auf Irak damals nach der Besetzung von Kuwait. Es war eine Zeit des Umbruchs. Und wir waren sehr jung damals und haben das nicht so ganz verstanden auf Deutsch. Hat also auf uns anders gewirkt als jetzt Ende 40er. Warum fange ich da an auch? Was hat sich da geändert? Der Zusammenbruch der Sowjetunion war natürlich für Deutschland zum Beispiel ein sehr positives Ereignis. Infolgedessen kamen die ganzen weiteren Entwicklungen im positiven Sinne in diesem Lande. War das so, auch so auf der Welt, auf der restlichen Welt? Eigentlich nicht. Man muss sich vorstellen, woanders fing eine sehr schwierige Zeit an. Vor allem in der arabischen Welt. Arabisch-islamische Welt, muss man inzwischen sagen. Also da kommt das Islamische immer dazu. Warum? Der Kalte Krieg war zwar schlimm für Europa, immer so Kriegsgefahr und Spannung. Für den Rest der Welt war das ein Überangebot an Möglichkeiten. Entweder richtet man sich nach Osten oder nach Westen. Ärgern die Amerikaner einen allzu sehr, richtet man sich gegen Moskau. Machen das die Sowjets, geht man Richtung Westen. 1990 war das zu Ende. Es gab nur noch ein Modell, eine Möglichkeit. Und für die arabische Welt hieß diese Möglichkeit, sich beugen praktisch, was da von außen kommt. Deswegen ist der zweite Golfkrieg, der sogenannte zweite Golfkrieg, beziehungsweise der Wüstensturm, der Anfang dieses Buches. Was war da passiert? Irak besetzt Kuwait im Sommer 1990. Ein schlimmes Ereignis auf jeden Fall, aber hatte weitreichende Folgen. Es entstand eine internationale Koalition, da ist das Wort geboren worden. Internationale Koalition, über 30 Länder, die dann den Irak angegriffen haben und Kuwait auch befreit haben. Es war ein Anfang eines neuen Zeitalters, muss man sagen. Für uns, die hier waren, jetzt für die Jüngeren unter uns, es gab kein Internet damals, auch keine Handys. Kein WhatsApp, gar nichts. Es gab Fernseher, Radio und in unserem Fall arabische Zeitungen, die sowieso 2 Tage später erst in Deutschland ankamen. Also war die Nachricht von vor 3-4 Tagen. Ne? Deutsche Sprache war nicht so gut. Ich will das jetzt heute nicht bewerten, das können Sie machen. Aber damals war das nicht so gut. Wir haben kaum was verstanden, was in den Nachrichten berichtet wurde über die Krise am Golf. Und das wird in diesem Buch auch angesprochen, wie die Atmosphäre in Deutschland sehr positiv war, sehr enthusiastisch war, wie der Vereinigung und nach dem Fall der Mauer und so weiter. Und wie es uns erging, wartend auf einen großen Krieg im Nahen Osten, was viele Länder wahrscheinlich dachten, wie damals treffen würde. Der Krieg war dann vorbei, Kuwait wurde befreit, Irak zerstört, Sanktionen verhängt. Sanktionen nebenbei, Nebensatz, gilt in Europa als ein humanitäres Mittel. Wenn Sie mich nach meiner Meinung fragen, eine Massenvernichtungswaffe,
aber indirekt, ohne die Hände schmutzig zu machen. Da bringen sich die Leute von alleine um. Und man dachte, okay, das ist ein Detail der Geschichte und es wird alles gut werden danach. Weit gefehlt. 10 Jahre später gab es den 11. September. Der Angriff mit Passagierflugzeugen auf die Hochtürme in New York, auf das Pentagon, auf amerikanische Ziele, war natürlich ein sehr dramatisches Ereignis, auch deswegen, weil das hier, aber auch in der arabisch-islamischen Welt nicht erwartet wurde. Das hat keiner ahnen können. Gut, noch ein Ereignis hätte, konnte man sagen. Nein, das war nicht irgendein Ereignis. Die Ereignisse, die ich hier beschreibe, haben das Leben von Millionen Menschen beeinflusst. Ja, im Negativen natürlich. Mit dem 11. September fing die Hysterie an. Muslime, nicht Muslime, Gläubige, nicht Gläubige, Schläfer. Wir kennen noch das Wort Schläfer, Schläfer, Schläfer. Die schlafen irgendwo, wachen plötzlich auf, machen schlimme Dinge. Ängste waren auf der Tagesordnung, ob hier gegenüber arabisch-muslimisch aussehenden Menschen, aber auch in der arabisch-islamischen Welt gegenüber westlich aussehenden Menschen. Jeder hatte seine Gründe, wahrscheinlich aus der eigenen Sicht auch gute Gründe, aber das war auch eine Zeit von sehr großen Spannungen und wir wissen, wir kennen noch die Namen von damals, George W. Bush, Tony Blair und ähnliche Namen, die momentan in Rente sind, aber ihr Wirken nach wie vor präsent ist. Warum erzähle ich das? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Es ist keine Verschwörungstheorie, aber natürlich hat das atmosphärisch miteinander zu tun. Denn beim zweiten Golfkrieg, beim Wüstensturm, wurde ein arabisches Land angegriffen. So sahen das die arabischen Massen. Aus einer Allianz, die letztendlich westlich geführt wird, mit einer direkten Beteiligung von den USA. Nicht wahr? Da warst du noch nicht mal gelegen. Und mit dem 11. September kam ja einher der sogenannte Antiterrorkrieg. Antiterrorkrieg? Hört sich gut an. Hallo? Ja, ist gut. Ich dachte, die Zensur. Also, Antiterrorkrieg ist ja ein Krieg gegen Terror, das heißt, überall, mit allen Mitteln, kein bestimmter Feind. Der alte Krieg, der ganz alte Krieg, Front und Armee und so, empfehle ich Ihnen gleich ganz zu vergessen. Diese alte Kriege gibt es gar nicht mehr und wird es nicht mehr geben. Diese Front und Territorial und ein Soldat hat irgendwie dunkelbraun, der andere hellbraun. Das ist alles Geschichte. Die neuen Kriege sind anders, da ist die Front. Beispiel ist dieser Antiterrorkrieg. Der Front, dieser Front kann überall verlaufen. Innerhalb einer Gesellschaft, aber auch mit anderen Ländern oder mit Teilen anderer Länder. Die Zeit, wann war der Zweite Weltkrieg zu Ende? 8. 9. Mai, je nachdem, ob man nach Moskauer Rechnung geht oder nach Mitteleuropäischer, als man das unterschrieben hat. Das ist auch Geschichte. Man unterschreibt nicht mehr. Ein Krieg geht weiter und weiter und weiter und weiter. Ich wusste nicht, ob der Irakkrieg zu Ende ist, zum Beispiel. Zumindest an der Stelle von Gott, also Stelle von Gott, das ist ganz oben. Wenn man Leichen zählt da, sind sie nicht weniger geworden nach dem Krieg. Sogar die Zeit nach dem Irakkrieg war gefährlicher und schwieriger als die Zeit währenddessen. Mit diesem Antiterrorkrieg kam natürlich das Gefühl, in weiten Teilen dieser Welt, dazu gehört nun mal der nahe Mittlere Osten, Westasien, Nordafrika, eine neue Front entsteht und wir sind für die da drüben im Westen der Feind. Natürlich fing das in Afghanistan an, wie wir wissen, Oktober 2001, aber stoppte nicht da. Das war ein praktisch weltweiter Krieg. Weiß jemand, wo die deutsche Marine bei dem Krieg war? Die deutsche Marine war am Horn von Afrika. Und die deutsche Marine hat über 10.000 Schiffe
durchsucht. Das kostet Geld. Gefunden? Nichts. Aber die waren da. Und die Atmosphäre, wie gesagt, zwischen den Ländern, also geopolitisch, aber auch innerhalb der Gesellschaften, dazu gehört die hiesige, hat sich verändert, verschärft. Also diese gefährlichen Schläfer und für die anderen, das sind diese Mehrheitsgesellschaft, die uns hasst und so weiter. Diesmal musste man nicht lange warten. Direkt nach dem 11. September, anderthalb Jahre später, war der Irakkrieg, 2003. Wobei ich hier hervorheben muss, das kommt jetzt auch bei der Stelle, die ich lese, die Rolle von bestimmten Politikern, bestimmten Ländern wie Deutschland, Frankreich, die sich dagegen gestellt haben. Denn diese Haltung hat die Linie durchbrochen, die Linie von Hass. Nicht vernichtet, nicht weggemacht, aber schon durchbrochen. Nichtsdestotrotz fand dieser Krieg statt. Mit katastrophalen Ergebnissen, die wir bis heute alle erleben, auch hier. Ich habe immer früher gedacht oder mich so ausgedrückt, dass die Kriege und so weiter für den Westen, für die Leute im Westen, eine Nachricht aus der entfernten Welt ist. Für uns ist das ein Schicksal. Inzwischen bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich glaube, für uns alle ist das ein Schicksal. Man sieht die Folgen in dieser globalisierten Welt sehr schnell auch vor der eigenen Haustür. Der Irakkrieg hat eine ganze Menge zerstört in der arabischen Welt. Für mich ist es auch die Geburtsstunde von Organisationen wie IS, Al-Nusra und ähnlichen. Ich war selber im Irak, ich war ja Journalist, habe ich vorhin erwähnt, wo die ersten Aufnahmen 2003, 2004 von schwarz gekleideten Männern mit weißen Pickups und Waffen und vermummt. Und wir haben die Männer nicht so ernst genommen, dachten, irgendwelche Teenager machen da irgendwie eine Szene in einer kleinen irakischen Stadt. Heute wissen wir, wie sehr wir uns geirrt haben. Das Phänomen beschäftigt uns bis heute. Das sind nun mal 15, 16 Jahre später. Um diesen Irakkrieg und seine Folgen auf die Atmosphäre zwischen der arabisch-islamischen Welt und dem Westen geht es auch in diesem Buch. Und Sie sehen, man kann das schon als Linie betrachten. Zumindest laut eigener Wahrnehmung. Es geht nicht um mit Verschwörungstheorien zu bestätigen oder zu widerlegen. Es geht darum, dass man die Wahrnehmung eines Menschen, eines Volkes aus einem ganz anderen Winkel registriert. Muss man nicht übernehmen, nicht so eigen machen, aber registrieren. Es ist Antiterrorkrieg im Westen, es ist Anti-Uns-Krieg im Osten. So einfach ist das. Und das ist, was in diesem Buch gesagt wird. Ein paar Jahre später kam die sogenannte arabische Frühling. Darüber streiten die Geister, war das wirklich ein Frühling, war das ein Winter, war das, was war das? Das Buch macht sich einfach. Behandelt die Ergebnisse. Die Ergebnisse sind katastrophal. Ob man das Frühling oder Herbst oder Winter nennt. Und der Westen hat sich auch da eingemischt, auf eine Art und Weise, die nicht unbedingt sehr hilfreich war für die Atmosphäre zwischen diesen Völkern. Für mich war das eine Biografie des Todes im Nahen Osten. Unsere Generation, wir sind 70 geboren, kaum waren wir bei Bewusstsein, das wird man als Araber erst mit 20, glaube ich, war der erste Krieg, der zweite Golfkrieg. Kaum hat man angefangen, sein Berufsleben irgendwie zu gestalten, war der 11. September. Gut, ich gebe zu, ich habe profitiert, ich bin Journalist. Darauf gehe ich auch in diesem Buch ein. Kurzer Werbung. Ich mache gerade Werbung. Ich habe schon Osama bin Laden einiges zu verdanken. Aber auch Herrn Schröder. Aber auch andere. Oh. Jetzt merkt man, dass Politik nicht gut ankommt bei Kindern. Es gibt zwei Sorten einige Sorten von Berufen, die schon von Katastrophen. Totengräber, Journalisten und Ärzte. Wir leben alle von Katastrophen.
Und natürlich war das für mich eine sehr spannende Zeit. Und ohne den 11. September, deswegen habe ich das Osama bin Laden zu verdanken, ohne den 11. September und diese sogenannte Hamburger Zelle wäre Deutschland nicht so klar geworden als ein wichtiges Land auf der Nachrichtenbühne für die Außenwelt. Deutschland war immer, muss man wissen, ein Wirtschaftsriese, aber ein politischer Zwerg. Wirtschaft, fragen Sie den Araber Deutschland, Mercedes, BMW, BMW natürlich, Volkswagen, das war's. Höchstens kommt Siemens dazu. Aber politisch war das nicht so erkennbar. Mit dem 11. September war das Land schon zumindest sicherheitspolitisch wichtiger geworden und deswegen hat Al Jazeera sich entschieden, ein Büro in Berlin zu eröffnen. Früher wurde Berlin durch Brüssel oder durch Paris oder durch andere Büros abgedeckt und davon habe ich ein paar Jahre gelebt. Kaum war das Thema 11. September jetzt weggetreten, weil das Thema Irakkrieg kam und London und Washington natürlich viel besser und wichtiger für die Berichterstattung waren als Berlin. Da hat Herr Schröder in Hannover gesagt, im August 2002, wir machen diesen Krieg nicht mit und wir wurden auch interessant auf einmal. Das ist immer gut für die Journalisten. Hat auch ein paar Jahre gehalten, das Interesse auf Deutschland. Dann kam Frau Merkel, das kommentiere ich nicht, ich kommentiere keine amtierenden Politiker, das ist gefährlich. Und es wurde ein bisschen ruhiger in Deutschland. 2012 habe ich Al Jazeera verlassen, nachdem diese Sender meiner Meinung nach, aber auch nach der Meinung von einigen anderen Kollegen, angefangen hatte, Politik zu machen. Ich mache auch gerne Politik, aber ich sage es, wenn ich das mache. Und verstecke ich mich nicht unter Journalismus. Nun wollte ich das alles beschreiben, diese Jahre. Das ist auch das Bedürfnis, das Erlebte von Deutschland aus, aber auch von der arabischen Welt, aus arabischer Sicht, zu dokumentieren. Es ergab alles nicht unbedingt einen großen Sinn, muss man sagen. Denn gut, die Leute sterben, es gibt Kriege, Antiterror, Präventivkrieg, Ölkrieg, keine Ahnung, es gibt alle möglichen Namen. Aber was macht das alles für einen Sinn? Was geschieht? Na, unser Hirn, Sie wissen, wie unser Hirn funktioniert. Unser Hirn stellt Verbindungen her zwischen Dingen. Mehr machen wir die ganze Zeit nicht. Und wenn das alles uns zu viel wird, dann nennen wir das die Welt. Wenn es noch mehr wird, dann ist das Universum. Was das ist, weiß keiner, aber das ist so alles um uns herum. Und so geschah es auch mit meinem Hirn beim Schreiben. Was ist das alles? Es gibt Theorien, die mir sagen, keine Ahnung, die hassen Muslime oder Muslime hassen uns. Ich bin kein Anhänger davon, ehrlich gesagt. Stehe ich nicht so auf. Solche Ansätze erklären mir zu wenig. Der Westen will was von uns, will uns so zerstören oder umgekehrt. Kennen Sie das bei den deutschen Politikern, westlichen Politikern, wenn nach jedem Terroranschlag kommt so eine Äußerung wie, Sie hassen unsere Art zu leben. Ich habe noch keinen Terroristen getroffen, der Doktorarbeit gemacht hat darüber, wie man am besten lebt. Um das zu hassen oder zu lieben. Das gleiche gilt für uns. Warum soll man uns nur als Muslime oder als Araber oder wie auch immer, davon abgesehen, dass wir auch Christen sind, zum Teil und so weiter, hassen? Das ist auch am Ende des Buches, das war schon eine späte Phase des Schreibens, bin auf die Idee gekommen, dass das alles nur einen Sinn macht, wenn man das geostrategisch betrachtet. Geostrategie auf Studentenebene in der Diskothek, Sie wollen Sabina kennenlernen, sprechen aber erst Maria an, aber eigentlich wollen Sie Sabina kennenlernen, das ist Geostrategie. Muss man nicht direkt alles machen. Und eben ist das auch so auf internationaler Ebene, wir waren nicht das Ziel meiner Meinung nach, so schreibe ich am Ende des Buches, wir waren nur der Weg. Die eigentlichen Spieler sind Moskau, Washington, Pekin, wichtige Weltspieler. Das Buch ist 17 erschienen, angefangen zu schreiben 16. Da haben die Amerikaner noch nicht China und Russland als Feinde in ihre Strategiepapieren beschrieben. Damals hieß es, wir sind Freunde. Und wenn man das alles betrachtet aus dieser Sicht, dann ergibt alles einen Sinn. Da, wo es Bodenschätze gibt, strategische Wege, Meeresengen, genau da passieren die Dinge.
Was erleben Sie gerade auch? Ganz Südamerika lebt glücklich. Ganz Nordamerika lebt glücklich. Nur in Venezuela. Da gibt es Probleme. Muss ja einen Sinn ergeben alles. Und so endet das Buch mit dieser Zusammenfassung. Das ist leider ein Nebenprodukt gewesen alles. Obwohl es einen vielleicht sehr trifft. Ich gehe auf die Geschichte von drei Freunden im Irak, die gestorben sind. Bedeutet natürlich. Aber ist alles Nebenprodukt. Wenn man das jetzt mit westlichen Vokabular beschreiben will, kann man sagen, Kollateralschaden. Das ist gut. Aber wir waren nicht das Ziel, sondern lag ganz woanders und das geht weiter jetzt. Zwischen den großen Hauptspielern. Ich höre an dieser Stelle so viel zu erklären. Wir haben das Kind schon gelangweilt, nicht, dass Sie jetzt hinterher auch rausrennen. Ich werde ein paar Passagen lesen, um einen Eindruck zu vermitteln, was, wie ist das, was ich gerade beschrieben habe, in dem Buch so kommt. Wie gesagt, das Buch arbeitet auf drei Ebenen, eine sehr persönliche, eine journalistische, aber auch eine analytische. Macht das schwieriger? Also es ist schon Bettlektüre, aber nicht im Liegen, ne? Das ist schon aufrecht. Und es geht mir um die Eindrücke, die dann gewonnen werden können, wie sowas beschrieben werden konnte. Ich gehe im ersten Kapitel, das ist der zweite Golfkrieg. Ich nenne es mit dem zweiten Golfkrieg, sieht man besser. Es geht auf das Thema Propaganda. Propaganda ist mein Lieblingsthema, weil ich Journalist bin. Das ist so eine Art selbstkritische Haltung. Wie macht man Propaganda? Wie kann man Menschen bewegen? Und nicht nur jetzt, das ist ideal natürlich mit Facebook und so weiter, nein, damals schon auch mit primitiveren Mitteln. Die Älteren unter Ihnen würden sich daran erinnern, die Jüngeren vielleicht darüber gelesen haben, über die Brutkastenlüge. Brutkastenlüge, das ist eine sehr interessante Lüge, die dazu beigetragen hat, dass dieser zweite Golfkrieg, der Wüstensturm, auf Zustimmung stieß, auch in den Staaten, vor allem in den Staaten. Man unterstellt die Amerikaner kriegslustig zu sein. Nein, auch das amerikanische Volk braucht viele Argumente und Propaganda, um die eigenen Söhne irgendwo verloren zu sehen. Das gilt für uns alle, das ist mir wichtig, dass ob Amerikaner, ob Russen, ob Deutsche, ob Araber, das ist nicht der Unterschied. Hier geht es um ein Thema, das uns alle betrifft, Propaganda. Wie war Propaganda damals? Eine New Yorker PR-Firma hatte bereits im Vorfeld des Krieges im Auftrag der kuwaitisch finanzierten US-Organisation Citizens for Free Kuwait unter anderem die Falschmeldung des Krieges, möglicherweise alle Kriege, für 10 Millionen US-Dollar erfunden. Verbreitet und bis zum Ende des Krieges von Entlarvung geschützt. Am 10. Oktober 1990 stand die 15-jährige Najira vor dem Ausschuss für Menschenrechte im amerikanischen Kongress und berichtete unter Tränen, wie irakische Soldaten in einem Krankenhaus in Kuwait City frühgeborene Babys aus Brutkästchen gerissen, auf den harten Boden geschmissen und ermordet hätten. Der Begriff Kinder, am besten leidend, ist das erste von bis heute enorm wichtigen Argumentationsmomenten. Manipulativ einsetzbar. Um instinktiv Emotionales auf Kosten von Rational-Kritischem in den Menschen zu erwecken. Begriffe wie internationale Menschenrechtsorganisationen und Untersuchungsberichte verkörpern das zweite Moment. Dieses verleiht dem Ganzen Glaubwürdigkeit und unterbindet jeglichen Widerspruch. Man muss etwas tun, ist dann das dritte Moment, das einen ethisch-moralischen Handlungsdruck der Guten gegen die Bösen erzeugen soll. Und schon ist ein neuer Krieg begründet und kann losgetreten werden. Doch ohne das über die Fernsehgeräte verbreitete Bild des weinenden 15-jährigen Mädels Najira vor dem Ausschuss für Menschenrechte im amerikanischen Kongress hätten alle Worte und Begriffe nie eine solch nachhaltige, erschütternde Wirkung in der Öffentlichkeit erreicht.
Präsident George Bush Senior hat in den darauffolgenden Wochen bis zur Abstimmung über den Krieg im Kongress die Geschichte mit den getöteten Babys 10-mal in verschiedenen Reden wiederholt. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International bezifferte in einem Bericht, bevor sie später alles revidierte, die Zahl der getöteten Babys auf 312. Dabei handelte es sich bei Najira al-Sabah nicht um eine Augenzeugin, sondern um die Tochter des kuwaitischen Botschafters in Washington, Saud bin Nasser al-Sabah. Auch der angebliche Chirurg, der zum gleichen Fall als Zeuge vor den Vereinten Nationen aussagte, war im richtigen Leben Zahnarzt und ein Miterfinder der Brutkastenlüge. Die Vögel hingegen, wer kann sich an die Vögel erinnern? Es gab Bilder damals von Vögeln, die mit Öl beschmiert waren, weil der Buse Saddam angeblich das Öl ins Meer kippte und zu einer Umweltkatastrophe. Das Ganze hat zu einer Umweltkatastrophe geführt. Damals war Umwelt noch ganz oben zu. Damals war Umwelt nicht wie heute Dieselskandal. Nein, das war so Meere und Vögel und Fische. So, die Vögel hingegen, deren Bilder mit ihrem durch Öl verklebten Gefieder gar als Beleg für Umweltverbrechen der irakischen Armee die Runde um die Bildschirme der Welt machten, waren im richtigen Leben auch Vögel. Sie lebten allerdings nie am Golf und haben nichts von der einzigen Hauptrolle ihres kurzen Lebens mitbekommen. Denn ihre Bilder stammten in Wirklichkeit von einer Jahre zurückliegenden Ölpest in den Nordsee. Ich habe jetzt eine Stelle ausgesucht über Propaganda im ersten Kapitel. Im zweiten Kapitel, der 11. September, da ist natürlich noch viel mehr als nur Vögel. Da sind alle Vögel. So. Der Araber verstand nach dem 11. September 2001 nicht einmal mehr Bahnhof. Denn an einem Tag wurden praktisch über Nacht mehr als 1 Milliarde Menschen auf dieser Erde, Araber wie nicht Araber, ihre Staatsbürgerschaft aberkannt. Syrer, Ägypter, Türken, Pakistaner, Iraner, Senegalesen und viele andere mehr mutierten plötzlich in den Augen westlicher Medien, Politiker und Gesellschaften schlicht und einfach zu nur Muslimen. Diese gehören zwar vielen verschiedenen Kulturen an und sprechen auch mehr Sprachen, sie würden alle jedoch, wenn es hart auf hart kommt, so die Annahme, dem gleichen Überbefehlshaber im Himmel gehorchen, Allah. Der Rest des Daseins dieser Menschen, die Staatsangehörigkeit, soziale Zugehörigkeit und sonstige Identitätsmerkmale, Charakterzüge und persönliche Eigenheiten, wäre demnach nur noch Schläferzubehör bzw. Tarnung. Angesichts der neuen westlichen Wahrnehmung des Islam und der Muslime kann man hier von einer erneuten Bekehrung der Muslime zum Islam sprechen. Diesmal jedoch ohne Propheten, Überzeugungsarbeit oder Eroberungskriege, sondern durch den Blick von außen, ausgerechnet durch den des Westens. Zu nur Muslimen wurden die Muslime in jener Zeit von fast allen im Westen degradiert. Vom rechtskonservativen Lager im negativen, verdächtigenden Sinne, in Klammer, die Schläfer, aber auch vom linksliberalen, im pseudopositiven, rücksichtnehmenden Sinne. Frohe Weihnachten. Ach, Entschuldigung, aber ihr feiert ja nicht Weihnachten und Neujahr, oder? Diese merkwürdige Außenbekehrung der Muslime zum Islam gehörte zu den wichtigsten Folgen des 11. September 2001 und beeinflusste die mediale, gesellschaftliche und politische Atmosphäre im Westen nachhaltig. Zu den ersten Interviews, die ich als neuer Al Jazeera-Korrespondent in Deutschland im Frühjahr 2002 gegeben habe, gehörte eines, das ein Ex-Kommilitone vom Institut für Publizistik an der Freien Universität Berlin geführt hat. Wie das bei uns mit den Frauen
mit dem Heiligen Krieg und mit dem Ungläubigen zu sein, wollte er wissen. Schnell war mir klar, der deutsche Ex-Kommilitone, mit dem ich zu Uni-Zeiten in den 90ern frank und frei über Gott und die Welt gesprochen hatte, wollte nun als westlicher Redakteur einer renommierten Zeitung mit mir, dem muslimischen Korrespondenten, nur noch über Gott und Mohammed reden. Auch heute, mehr als 15 Jahre nach dem 11. September, hält diese Tendenz im Westen an. Es bleibt zwar eine hypothetische Frage, aber wäre für dieses Buch unter Marketingsgesichtspunkten der Titel Krieg und Chaos im Nahost eine islamische Sicht nicht viel ansprechender bzw. dem Zeitgeist entsprechender als eine arabische Sicht gewesen? Nochmal die Stationen, der Zweite Golfkrieg, der Wüstensturm, damit fange ich an. Dann kommen wir zum 11. September und landen anderthalb Jahre später bei dem Irakkrieg. Der Irakkrieg war für mich persönlich sehr prägend. Nicht nur, weil ich Freunde da verloren habe, sondern weil ich dann im Irak 6 Monate verbracht habe. Spannend. Wenn man sagt, amerikanische Filme sind spannend, die sind spannend. Das kann man nicht sagen. Es geht um die Reise dahin. Es gibt kleine Details bei den Journalisten, die manchmal interessanter sind als ihre großen Themen. Gut, Irak nach dem Krieg, wie kommt man dahin? Das ist ja rein technisch, logistisch nicht so einfach. Man, egal wie ein Staat, wie eine Regierung drauf ist, man weiß, da ist Flughafen, da ist Botschaft, da ist keine Ahnung. Wenn ein Land wie Irak 2003 so bombardiert wird und besetzt wird, wo beantragt man Visum in Washington? Also, es war Chaos. Und um diese Chaos, um diese Reise, man reiste über Jordanien. Man flog nach Amman und von Amman Jordanien, Hauptstadt, und von da aus mit den Autos Richtung Bagdad. Über die Wüste. Das ist wirklich Wüste. Gar nicht. Die Szene ist genau aus dieser Zeit. Für unseren jordanischen Fahrer im Sammeltaxi auf dem Weg von Amman nach Bagdad wären solche Eroberungen viel zu theoretisch und weit ab von seiner realen Lebenslage gewesen. Der 50-Jährige hatte nach 3 Jahrzehnten Berufserfahrung als Taxifahrer zwischen Amman und Bagdad für niemanden mehr ein Ohr. Dafür aber selbst viel zu erzählen. Über kurz oder lang avanciert ein Fahrer gewissermaßen zum Experten, wenn er in der Blütezeit des Irak bis zum Ausbruch des Zweiten Golfkrieges 1991, von der Embargozeit bis zum Ausbruch des Irakkrieges im März 2003 und jetzt wieder in der Chaoszeit seit dem Fall von Bagdad im April alle möglichen Menschen hin und her fährt und sich mit ihnen unterhält. Der Tod der 2 Söhne des irakischen Präsidenten Saddam Hussein war noch relativ frisch im Gedächtnis und weckte weiterhin zusätzliche antiwestliche Emotionen. Oday 39 und Qusay 37 waren im Juli 2003 von den US-Truppen in der nordirakischen Stadt Mosul aufgespürt und bei einem mehrstündigen Feuergefecht getötet wurden. Samt Mustafa, dem 14-jährigen Sohn von Qusay und Enkelkind von Saddam Hussein. Westliche Politiker und Medien haben, vor allem in den USA und Großbritannien, den Tod von Oday, dem Vorsitzenden des irakischen Olympischen Komitees, und Qusay, dem Chef der republikanischen Garde, regelrecht gefeiert. Der britische Premierminister Tony Blair befand, dies ist ein großer Tag für den neuen Irak. Die renommierte amerikanische Zeitung New York Times nannte die Ermordung der Brüder die ermutigendste Nachricht aus dem Irak seit Wochen. Für unseren durchaus kritischen Fahrer war zweifelsfrei klar, die Jungs waren nicht ohne, hielt er fest im Hinblick auf die über Jahre im Leben innerhalb und außerhalb des Irak kursierenden Gerüchte über Machtmissbrauchs, Vergewaltigung und Kinder kommt und deine unerzogenen Kinder bestraft, fügte er nachdenklich hinzu.
Schreuder sei aber, anders als Blair und Bush, ein korrekter Mann, sagte der Fahrer zu mir, dem arabischen Fahrgast aus Deutschland. Schreuder war Bundeskanzler Gerhard Schröder, wie ihn viele Medien und Journalisten in der arabischen Welt aussprachen. Irgendjemand muss ihnen erklärt haben, dass das deutsche Ö durch OE ersetzbar ist. Sie haben dies dann buchstäblich übernommen und nebenbei, wie es zu einem Araber gehört, aus O ein U gemacht. Ob er nun Schröder oder Schreuder heißt, ob es ehrlich gemeint oder wahltaktisch gedacht war, Ex-Kanzler Schröder weiß vermutlich bis heute nicht, wie viele Menschenherzen auch und gerade im arabischen Raum er mit seinem Nein im August 2002 aus der Seele sprach. 11 Monate nach dem 11. September ausgestoßen, entsprach dieses Nein der gerade damals ungeheuerlich großen Sehnsucht nach Frieden in der Welt. Es war eine Sehnsucht, die offensichtlich Friedensdemonstranten in Deutschland genauso wie die Taxifahrer am Nahen Osten teilte. Darunter auch unser Fahrer und Gelegenheitsexperte, der nicht nur beruflich, sondern auch privat eine Art Doppelleben führt. Und zwei Ehefrauen, eine jordanische in Amman und eine irakische in Bagdad, hatte. Frauen seien im Übrigen der Ursprung allen Übels, auch des zweiten Golfkrieges, fabulierte unser Fahrer kurz vor Bagdad. Alles, was zu den Ursachen des irakischen Überfalls aus Kuwait im Sommer 1990 wie Öl- und Grenzkonflikte geschrieben wurde, sei Quatsch gewesen. Der Ausbruch dieses Krieges sei einzig und allein, betonte der Ehemann von zwei Frauen, auf eine VHS-Videokassette mit brisanten Sexszenen zurückzuführen. Diese hätte man Präsident Saddam Hussein absichtlich zukommen lassen, um ihn in seine Ehre zu treffen. Denn auf der Kassette seien ein Mann mit einem kuwaitischen und eine Frau mit einem irakischen Akzent bei Sexhandlungen zu sehen und zu hören gewesen. Tatsächlich ist in den Nahostkulturen nicht egal, wer mit wessen Frauen was macht. Schließlich basieren dort die meisten Schimpfwörter auf sexuelle Grundlagen. Aber ein ganzer Krieg deswegen, immerhin waren der irakische Überfall auf Kuwait und der zweite Golfkrieg im Anschluss keine kleine Schlägerei von nebenan. Bei so viel Taxitouren unter großer Hitze durch karges, trockenes Land und Wüste, das war mein erster Gedanke nach des Fahrers Erzählung, sammeln sich wahrscheinlich über die Jahre nicht nur Expertenerfahrungen, sondern auch Sonnenstiche. Denn die Geschichte klang voll Porno, um es in heutig gängiger Jugendsprache zu formulieren. Außerdem traf mich das Ganze persönlich. Ich habe das noch nicht gesagt. 1989 kam ich nach Deutschland, um Informatiker zu werden. Also etwas Anständiges. Und als dieser zweite Golfkrieg ausbrach und wir dann die Nachrichtenlage verfolgten und die Uni ignorierten, ich weiß nicht, ob der Zusammenhang stimmt, aber wir waren jedenfalls nicht an der Uni, war mir klar, ich schaffe das mit Informatik nicht. Ich brauche etwas, wo man Nachrichten konsumiert. Und trotzdem Geld verdient. Das ist der Journalismus. Man kann überall, wenn man mich irgendwo erwischt, was machst du? Ich recherchiere. Ich recherchiere über räumliches Milieu. Beispiel. Journalist hat immer ein Alibi, egal wo er sich befindet. Sie arbeiten Geheimdienste gerne mit Journalisten. Schicken ihre Leute als Journalisten. Also der zweite Golfkrieg war der Grund für mich, meine Fachrichtung zu wechseln und in eine ganz andere Richtung zu gehen. Aber wie gesagt, weil es mich so beschäftigt hatte, ich dann einen Beruf bräuchte, aber auch, weil es mich so getroffen hat. Es war nicht einfach, wie gesagt, unser Deutsch war damals sehr mager, sehr, sehr mager, sehr, sehr, sehr mager eigentlich. Aber die Bild-Zeitung, da braucht man kein Deutsch, da muss er eben neben Adolf Hitler abgedrückt werden und beide, also
weiß man, was Sache ist. Das ist ein sehr schönes Bild. Also für mich war das mit dem zweiten Golfkrieg auch ein persönlicher Wendepunkt. So, das kommt daher, das Persönliche. So. Denn die Geschichte klang von vorne, um es in heute gängiger Jugendsprache zu formulieren. Außerdem traf mich das Ganze persönlich. Wenn die Geschichte tatsächlich zutreffend sein sollte, würde es für mich heißen, dass dem Wechsel meines Studiumfaches von Informatik zu Publizistik 1991 praktisch die Pornoaufnahme eines unbekannten Filmemachers mit zwei Nackten, jedoch keine Weltpolitik Bestandsaufnahme eines jungen syrischen Studenten zugrunde lag. Keine leicht verdauliche Vorstellung in Bezug auf die eigene Karriere. Sie wollen bestimmt wissen, ob das wirklich der Kriegsgrund ist. Da muss ich Zeit. Gott sei Dank stimmte die fantasievolle Sexgeschichte, zumindest in der Version unseres Fahrers, nicht. Ganz aus der Luft gegriffen war diese, wie es sich nur wenige Monate später zu meinem großen Erstaunen herausstellen sollte, dennoch auch nicht. Beim Prozessauftakt gegen Saddam Hussein und 7 weitere Mitangeklagte in Bagdad im Oktober 2005 verlas die Staatsanwaltschaft die Anklagepunkte, darunter auch den Angriffskrieg gegen Kuwait. Der X-Staatschef protestierte lautstark: Saddam Hussein wird deswegen der Prozess gemacht. Dabei haben sie, gemeint die Kuwaitis, gesagt, sie würden die irakischen Frauen für nur 10 Dinar auf die Straße zwingen. Der Iraker hat nur die Ehre des Irak verteidigt. Der Hintergrund dieser Ausführung war mit Sicherheit natürlich nicht jene vermeintliche Pornoaufnahme, jedoch eine angebliche Drohung eines Mitgliedes der kuwaitischen Herrschaftsfamilie vor der irakischen Invasion im Sommer 1990. Dieses soll gedroht haben, den Ölproduzenten Irak durch Manipulation der Ölpreise auf dem Weltmarkt finanziell so stark unter Druck zu setzen, dass weite Teile seiner Gesellschaft verarmen würden und sich seine Frauen infolgedessen für wenig Geld prostituieren mussten. Inwieweit diese Geschichte aber tatsächlich eine Rolle bei der Kriegsentscheidung spielte, wurde zumindest beim öffentlichen Teil des Prozesses jenseits des erwähnten Protestes von Saddam Hussein nicht eingehender erörtert und ist im Nachhinein kaum zu rekonstruieren. Beim Thema arabischen Frühling ist das am schwierigsten, denn da streiten sich die Geister bis heute und die Gesichter, wir erleben das immer noch, diese Entwicklungen. Und dann dachte ich mir, ich suche mir eine Stelle aus, wo ein bisschen die westliche Sicht relativiert wird. Also das Wort Demokratie wurde leider sehr missbraucht in den letzten 30 Jahren. Als Araber hat man Angst, wenn man das hört. Ungefähr so, wann kommen die Flieger, wann fallen die Bomben, wer will was von uns. Klar, hier ist das ein Bestandteil, wenn nicht das ganze System. Klar, mit Überzeugung, klar aus der historischen Entwicklung heraus. Der Punkt ist, ob das so übertragbar ist auf anderen mit Waffen, Ich meine, nein. Ich habe mich immer gefragt, ehrlich gesagt, warum alle Länder, die Demokratie bei uns haben wollen, Soldaten schicken. Ich wünschte mal einen Herr Schäuble, der aus uns besucht, oder Thomas Lammert oder Kongresschef von Amerika. Immer Soldaten. Und Soldaten sind das Gegenteil von Demokratie. Sie wissen, Soldaten gehorchen, sie schützen mehr. Also, auch bei der Bundeswehr. Es wird nicht abgestimmt, ob man nach Afghanistan will oder irgendwo anders hin. Das wird entschieden. In Ägypten nach dem Ausbruch von dem sogenannten arabischen Frühling Februar 2011 und die Absetzung des Staatschefs Mohammed Hosni Mubarak war die Stimmung dennoch enthusiastisch. A, weil es friedlich war in Ägypten, es gab kaum Tote oder wenige Tote, nicht bewaffnet war das Ganze. Und B, weil Ägypten ein Land, was
sehr führend ist in der arabischen Welt, im kulturellen, auch gesellschaftlichen Sinne. Bei uns ist gängig zu sagen, was in Ägypten passiert, passiert woanders in der Nähe, 10 Jahre später. Wie war es aber auf dem Boden, konkret? Es ist immer interessanter, zu gucken und mit den Menschen reden, statt große Theorien jetzt, ob ganz links Kommunismus oder bis ganz liberal Demokratie ist. Auf dem Boden erlebt man die Realität, wie sie ist, und ob sie einem gefällt oder nicht, das ist was anderes. Ich war in Ägypten 2011, als diese Ereignisse losgingen, als Mubarak abgesetzt wurde, habe dann das Land verlassen und kam 8 Monate später, 10 Monate später, fingen ja die Wahlen an. Da fing ja die Demokratie an. Parlamentswahlen, kurz darauf Präsidentschaftswahlen, im Westen hier natürlich. Oh, wow. Wahlen, Wahlen, Wahlen. Also. Wie sah es wirklich aus? 10 Monate nach der Januarrevolution, wie der Aufstand von vielen Ägyptern inzwischen genannt wurde, war ich wieder in Ägypten. Auf eine Zugreise von Kairo zu ca. 600 Kilometer entfernten Provinzstadt Kina in Überägypten wurde mir Ende 2011 schnell klar, dass es für die Demokratie am Nil nicht einfach werden würde. Ich bereitete einen Fernsehbeitrag für Al Jazeera über die politische Atmosphäre im Vorfeld der Parlamentswahlen vor. Dafür suchte ich 2 Zuggäste als Protagonisten aus. Einen jüngeren Mann, Anfang 20, mit modernem Outfit und einen im mittleren Alter in traditionellem Gewand, um sie zu begleiten und zu befragen. Das machen wir Fernsehjournalisten gerne, dass wir so dem Bild praktisch folgen. Es gab einmal eine Untersuchung über Islamberichterstattung in arabischen Medien und in deutschen Medien. Fast identisch. Also viele Araber, Muslime klagen sich, wenn ihr über uns redet hier, dann zeigt ihr Bazar mit Kopftuch, Frauen mit bärtigen Männern und so weiter. Wir machen das Gleiche. Weil die Fernsehjournalisten sehr gebunden sind an die Bilder. Nur mit Bild ausdrucken, und das führt, Bild ist automatisch überflächlicher als das. Was sagte die Behörde? Am Anfang war das Wort. Das Bild kam später. Die Bildzeitung wurde schon gar nicht erwähnt. So. Dann habe ich die 2 ausgesucht. Junger Mensch, modern, also enger Jeans, Jacke bis über den Po, also Figur betont. Das ist modern, denke ich. Der andere hat traditionelle also Tradition. Meine Absicht bestand darin, die Sicht der modernen, belesenen, gebildeten und weltoffenen Revolutionsjugend mit jener der älteren und eher konservativeren Bevölkerungsteile zu vergleichen und zu kontrastieren. Doch weit gefehlt. Ich werde die Muslimbruder wählen, sagte der Ältere, ein Klempner, der sich an der Januarrevolution nicht beteiligt hatte. Warum? Entschuldigen Sie, Meister. Aber ich verstehe nicht, wenn Sie meinen. Der hat nicht verstanden, was das heißt, Nationalist, Links, Liberal. Der Jüngere war ein Jurastudent an der Universität Kairo. Teilnehmer an den Protesten auf dem Tahrirplatz im Januar und nun unterwegs zur Familie in seinem Geburtsdorf. Ich werde den Abgeordneten wählen, der auch von meinem Vater gewählt wird, sagte er wenige Monate nach einer Revolution, die offenbar einen Staatschef stürzen, aber keinem Vater widersprechen konnte. Er wisse, dass das falsch sei. Aber wir sind Bauern. Das gehört sich so. Ich kann nicht anders. Später hinter der Kamera wurde mir dieser junge Ägypter von den Sitzen im Vorgärten der verschiedenen Familien in seinem Dorf erzählen. Diese Sessel seien für die Universitätsabsolventen gedacht, die nach Studienabschluss in ihr Dorf zurückkehren, weil es in der Stadt keine Arbeit für sie gibt. So hätten sie zumindest einen Sessel, auf dem sie sich breit machen
und entsprechend ihren neuen erworbenen Status den vorbeilaufenden Dorfbewohnern zeigen konnten. Das Fatale ist, dass jenseits dieser Karikatur tatsächlich über 500.000 Universitätsabsolventen jährlich auf den Arbeitsmarkt in Ägypten strömen und für viele von ihnen eine Arbeitslosigkeit von 5 bis 7 Jahren vorprogrammiert ist. Ohne Arbeitslosengeld, versteht sich. Daran hat auch eine Januarrevolution nichts geändert. Ich beginne jetzt, wo wir doch nicht alle abgehauen sind, aus Langeweile, eine Stelle suchen, was für viele wahrscheinlich interessant ist, weil es jetzt einen Krieg betrifft, was jetzt Thema ist. Syrien. Das Kapitel über Syrien heißt Syrien, Syrer am Surrealisten. Es geht darum, Sie wissen, in Syrien gab es diese, ohne das politisch jetzt zu bewerten, dieses Phänomen IS, Nusra-Front. Und Sie wollen kaum einen Syrer treffen, der nicht einen abgehackten Kopf schon mal auf YouTube gesehen hat. Glücklich ist der, der das dann die Person nicht kennt. Ich war in Syrien im Jahr 2015, bin oft da und habe ein Gespräch geführt mit einem Kollegen, einem Journalisten, der für das syrische Fernsehen arbeitet, staatliche Fernsehen arbeitet. Und es ging um das Thema Gewalt. Erst ein Facharzt konnte einen syrischen Journalistenkollegen im Sommer 2015 beruhigen, der große Angst vor der Enthauptung durch den IS hatte. Er befürchtete, dass die Mujahedin ihm das antun würden, wenn sie ihn bei einem seiner Fronteinsätze als Kriegsreporter für das staatliche syrische Fernsehen entdecken und festnehmen sollten. Da er seinen Ängsten aber nicht hilflos ausliefern wollte, stellte er sich ihnen zur Bewältigung in guter psychologischer Manier, indem er zunächst einmal Enthauptungsvideo im Internet analysierte. Mit beruhigenden Ergebnissen. Die Zeit bis zum Eintritt des Todes dauere auf den Videos höchstens 4 bis 6 Sekunden. Ganz schon routiniert seien die Jungs von IS und Co., merkte der Kollege an. Danach sei man auf jeden Fall tot, doch bevor der Kopf vom Körper abgetrennt ist. Das habe ihm sogar ein Arzt versichert, den er anschließend konsultierte. Und wenn nicht, habe mein Kollege den Arzt skeptisch gefragt, weil er noch nicht tot ist, dann sind die Schmerzen so groß, dass sie für die Schmerzzentren im Hirn kaum noch wahrnehmbar sind. Also auch egal. Soll dieser trostend geantwortet haben. 4 bis 6 Sekunden, dachte der Kollege laut nach, während er mir die Geschichte erzählte, und die Strahlen der Mittagssonne über den Straßencafé mitten in Damaskus senkrecht auf uns herabknallten. Das geht, oder? Ich nickte und schaute instinktiv auf den Sekundenanzeiger meiner Armbanduhr. Wahrscheinlich hat er recht. Man muss sich bei einer Enthauptung wegen der paar Sekunden keinen Kopf machen. Ich höre an der Stelle auf und eröffne Möglichkeit, falls Fragen, falls Anregungen oder Ähnlichem im Saal sein sollten. Wenn nicht, dann frage ich mich auch gerne selbst. Ich könnte auch das Buch selbst kaufen danach. Ein geschlossenes System ist immer ein erfolgreiches. Es ist aber leider immer dann ein sich nicht entwickelndes System. Ich hoffe auf Entwicklung durch Sie auch. Ich warne Sie, wenn keine Frage kommt, mache ich weiter. Bitte. Eine Frage zum, also gibt es einen roten Faden, der durch Ihr Buch und durch die verschiedenen Themen führt? Beispielsweise haben Sie eine These, die Sie anhand dieser verschiedenen historischen Ereignisse prüfen und belegen? Danke für die Frage, ja, das habe ich versucht klarzustellen, aber natürlich habe ich gesprochen, so wie das Buch geschrieben ist.
Sie wissen, der Araber schreibt 1001 Nacht und besteht auf die letzte Nacht noch besonders. Das heißt, wenn Sie 1001 Nacht lesen, das sind da viele Geschichten, augenscheinlich ohne roten Faden. In Deutschland will man gleich am besten am Anschluss im Buch sowas wie Lösungsansätze. Und da kann man das Buch von hinten anfangen. Die habe ich nicht. Die habe ich nicht. Die rote Linie besteht darin, dass diese Ereignisse gewisse Ähnlichkeit bei einer strategischen Betrachtung aufweisen. Und was ich vorhin versucht habe zu erklären, schon auf eine Richtung hindeuten, dass sie nicht zufällig sind, sondern schon im Rahmen einer geopolitischen Konkurrenz, eines geopolitischen Konkurrenzkampfes stattfanden. Mir war aber wichtig, und deswegen ist Ihre Frage auch sehr wichtig, nicht nur mit Thesen und Lösungen und sowas zu arbeiten, sondern auch mal so zu dokumentieren. Ich sage das am Anfang des Buches, was ist die Geschichte ohne den Menschen? Natürlich kann man zum Beispiel den Zweiten Weltkrieg durch 3-5 Thesen darlegen und ein paar Friedensempfehlungen im Anschluss anhängen. Für mich persönlich, das ist mein persönlicher Geschmack, wenn ich eine Dokumentation in Deutschland über den Zweiten Weltkrieg gesehen habe, hat mich immer mehr ein Brief interessiert, was ein Russischer, ein Deutscher, ein Britischer, wer auch immer Soldat geschrieben hätte an seine Freundin, Frau, Mutter, Sohn, keine Ahnung, aus die ganze Schlacht, ehrlich gesagt. Weil ich finde, wir vergessen schon bei diesen großen Ereignissen, vor allem in diesem Zeitalter von großen Nachrichten, dass es den Menschen immer noch da drin gibt, dass der Mensch da irgendwo unten rennt und sucht einen Platz, sucht einen Zufluchtort vor den Bomben und dass diese theoretische Behandlung, also nur die analytische Ebene, für mich, sage ich das, nicht ausreichend ist. Es gibt auch genug, ehrlich gesagt, gute Bücher auf Deutsch über das Thema und ich habe vorhin gesagt, Herrn Löders, Herr Teutenhofer, anderer. Was ich versucht habe zu bringen, ist die eigene Erfahrung und diese Sicht, die hier zum Teil auch verstörend ist. Also ich habe jetzt die verstörenden Stellen nicht unbedingt hervorgehoben, damit Sie es erst entdecken, nachdem Sie bezahlt haben für das Buch. Quatsch. Natürlich ist die Geschichte erzählt aus einer anderen Ecke ganz anders. Ich mache mich im Buch zum Beispiel lustig über diejenigen Gutbürger, die die deutsche Verfassung ins Arabische übersetzt verteilt haben in den Flüchtlingsheimen. Und ich sage, das ist nichts anderes als das, was die Salafisten gemacht haben, als sie ihr Koran da verbreitet haben auf der Fußgängerzone. Jeder glaubt, das ist die absolute Wahrheit, das ist genau das Richtige und der andere muss das erfahren und mitmachen. Und viele haben gesagt, die Stelle ist schlimm, das ist die Verfassung, wie kann man das vergleichen mit zu einem, ja, je nachdem wie man es sieht, sagen sie dem Salafisten, die Verfassung steht über dem Koran, ist er beleidigt. Sagen sie den anderen, Koran steht über die Verfassung, ist er auch beleidigt. Die menschliche Erfahrung auf dem Boden, also direkt, konkret, ist mir wichtiger als nur krampfhaft zu beweisen, ich habe recht mit meiner These oder die und die Argumente sprechen für meine These. Mir reicht schon aus, wenn jemand sagt, nach diesem Buch will ich anders darüber nachdenken. Also nicht danach sagen, in Deutschland ist das oft so, dass das Buch ein Wissensträger ist. Gut, bei uns ist kein Unwissensträger, aber ich hasse diese Vorstellung von Eimer voller Wissen und dann gibt man den Eimer in den Kopf von dem Leser und dann ist er kluger danach. Und ich betrachte mich auch hier vorne nicht unbedingt als sehr wissend im Vergleich zu Ihnen. Es geht nur darum, dass jetzt bei dem Thema, was gerade angesprochen wird, das so aussieht. Dann sitze ich mit einem Anzug hier und philosophiere rum. Dabei gibt es Millionen Themen, wo Sie wahrscheinlich mehr vieles erzählen konnte, was ich nicht weiß. Also ist alles kunstlich jetzt gerade, wie das ist. Und deswegen, ja, das Buch hat natürlich eine These, dass das alles schon 1991 anfing, dass das alles auf Moskau und Peking abzielt, dass wir ein Nebenprodukt sind, ein Kollateralschaden waren. Nun, meine Aufgabe war mehr so zu zeigen, wie lebt so ein Kollateralschaden, also wie sind das?
Was sind das eigentlich? Also die drei Kollegen, die im Irak gestorben sind, werden auch im Buch erwähnt. Nicht jetzt als Hauptgeschichte, ich will nicht mit den Leichen von Freunden Handel machen. Aber schon um zu zeigen, was heißt das, wenn Sie jetzt hören, die EU hat den Parlamentschef von Venezuela anerkannt als legitimer Staatspräsident. Was heißt das auf dem Boden? Ich sage Ihnen, was das heißt. Es heißt Bürgerkrieg. Das heißt es. Und genau der Versuch, das hier rüberzubringen, wie sieht es aus einem anderen Blickwinkel aus, ist der Ansatz dieses Buches. Natürlich gibt es eine rote Linie, natürlich gibt es eine klare Vorstellung nach eigener Wahrnehmung, aber das ist nicht vordergründig. Vordergründig sind die vielen Anekdoten in dem Buch, die uns ein Gefühl, ein Zeitgefühl geben. Man spricht von Zeitgeist. Ich behaupte, es gibt auch ein Zeitherz. Es gibt so Dinge, die man nicht nur geistig erfassen kann, sondern vom Gefühl her. Mein Lieblings, in späteren Zeiten Lieblingsautor in Sachen Nahost, Peter Schalatour. Was machte Peter Schalatour in seinen letzten Jahren aus? Die ganzen Reisen? Nein. Seine Bücher? Nein. Er hatte ein Gefühl entwickelt. Also Schalatour, Peter Schalatour damals, als der Antiterrorkrieg Afghanistan losging, hat er gleich gesagt, ich habe keine Argumente, ich weiß nicht warum, aber ich weiß, es wird in die Hose gehen. So ein Gefühl, so, es riecht komisch. Das kennen Sie bei der Liebe also. Immer im Nachhinein, Gott, wie konnte ich mich verlieben in die Person? Ja, ja, das ist manchmal Sachen so, die nicht so nach logischen Dingen funktionieren, also, sondern anders. In Sachen Syrien hat Schalatour gesagt, der Westen würde schon sehen, was er davon hat, was er in Syrien macht. Und das sieht jetzt der Westen. Er konnte auch nicht argumentieren, weil A plus B ist gleich C. Aber so ein Gefühl für das, was geht und was nicht geht. Und ich denke, Gefühle spielen da eine große Rolle. Und das Buch lebt ein bisschen von diesen Momenten, wo Gefühle zu Schau werden und nicht jetzt versteckt sind hinter Argumenten. Und Argumente, wie gesagt, gibt es genug. Will man jetzt Venezuela militärisch angreifen? Ich finde 10 Argumente automatisch. Will man Venezuela in Ruhe lassen? Ich finde auch weitere 10. Will man sich halb einmischen? Gibt es weitere. Will man sich mit humanitären Mitteln beteiligen, wie Sanktionen? Wow, ja, ist ja nicht militärisch. Ist doch super. Die Argumente gibt es. Wenn man auch, wahrscheinlich ist auch Alters, Sie wissen, Männer Ende 40 wie ich, haben ein Problem. Das wissen die Frauen, aber das müssen sie auch wissen. Nein, das Problem ist, wenn man jung ist, denkt man nicht an das Ende, ist ja noch so weit die Reihe bis zum Galgen. Wenn man direkt davor steht, lohnt sich sowieso nicht nachzudenken. Wenn man aber dahinter direkt steht, also sieht schon, dass es bald ist, aber es ist für ihn noch nicht vorbei ist, dann ist es so die Midlife-Crisis und was war das? Man fragt sich, was war das alles? Man hat gelebt und erlebt, aber was war das? Was ist die Linie? Ich behaupte, unsere Zeit war sehr interessant. Und wir haben die Dinge erlebt, aber in dem Moment des Erlebens nicht ganz kapiert. Jetzt im Nachhinein gilt es, dem eine Farbe, eine Form zu geben. In dem Buch erwähne ich zum Beispiel, wie dieser Islamismus kam. Die für jüngere Generationen, die denken, die Leute waren immer so drauf. Aber als wir kamen nach Deutschland, war das Thema Islam. Wir waren Ausländer, nicht Muslime. Es gab uns, die Ausländer, es gab die Kanaken, es gab die, keine Ahnung, was sagen die Begriffe? Migranten waren nicht Thema. Flüchtlinge damals waren auch nicht Thema. Die sind Asylanten damals, Jugoslawien. Wir haben die Dinge erlebt auf eine Art und Weise, die nicht nur mit Analyse zu beschreiben oder zu erfassen ist. Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus meiner Uni-Zeit. Berlin 96, Einführung in die Politikwissenschaft. Für die Jüngeren nochmal unter Ihnen. Da fing halt ein bisschen die Zeit, das war so 5 Jahre vor dem 11. September. Die Sowjetunion, der Ostblock und so weiter waren auch so 5-6 Jahre nicht mehr da. Das war ein Mittelpunkt. Und da haben wir das Gefühl, auch als arabische Studentin, dass ganz neue Generation nach Deutschland kommt, aus unseren Ländern.
Also meine Generation, damals, als wir hier waren, der eine war PLO, Palästinensische Befreiungsorganisation, der andere war Nationalist, der dritte Kommunist und so weiter. Islamisten waren wenige da. Das hat sich in den 90er Jahren geändert. In Berlin, bei dieser Einführung in die Politikwissenschaft, das sind ja über 400 Leute, das war Frau Schwan auch damals, oder Schwan, die als Bundespräsidentin vorgeschlagen wurde später, die war Dozentin mit einem anderen Professor, und da ging es, kann ich mich erinnern, um Demokratietheorien und so weiter. Und der eine von diesen Studenten war so mit dem großen Bart und diese afghanischen Turban, bitte keine Angst, 96 war das alles in Ordnung, das war ein Freiheitskämpfer. Erst später hat man sie zu Terroristen geklärt. Er hat die Hand gehoben und gesagt, Professor, Frage. Dann sagt er so ungefähr, Professor, was soll der Quatsch? Wir sind doch alle Menschen. Wir werden geboren, wir werden sterben. Was erzählen Sie da? Der Professor war klug. Er sagte, vermutlich haben Sie recht. Doch, mein Fachbereich, meine Aufgabe besteht genau zwischen den beiden Punkten. Geboren werden und sterben. Das ist der Bereich, wo Politik ist. Was davor ist, was danach kommt, das ist eine andere Geschichte. Das ist eine witzige Geschichte, aber was war da? Das war diese Heranwachsende, eine ganz andere Generation, auf die Idee hätte unser einer kommen können. War fremd. 5 Jahre später war klar, es ist nicht fremd, es ist ein neuer Zeitgeist, zumindest anderswo auf der Welt. Und das beherrscht viele, auch jüngere Menschen, auch die an der Uni studieren, die auch alles andere als, was soll das, auch Kommunismus oder Demokratie oder wie auch immer, das ist Quatsch. Hauptsache, was danach ist. Das erleben wir bis heute. Auch wenn der Westen inzwischen weiß, wie er diese Leute benutzt, aber das ist jetzt ein anderes Thema. So, so viel zum roten Thema, zur roten Linie. War noch eine Frage da? Ich habe in der Hand gesehen da hinten. Aber die langen Antworten stecken die Leute ab. Ich fange jetzt bei Ihnen an. Bei Ihnen da? Ja, vielen Dank. Sie hatten ja Al Jazeera genannt, mit der Unabhängigkeit und so weiter ab 2011. Den Eindruck, den ich so gewonnen habe, für Medien, die sich auf diesen Bereich der Erde beziehen oder konzentrieren, ich habe da nichts gefunden, was wirklich unabhängig ist. Vielleicht können Sie irgendwas empfehlen, so an Medien, die vielleicht gut sind aus Ihrer Sicht, oder kann man da sowieso nur quasi eine Mischung aus verschiedenen konsumieren? Also jetzt konkrete Empfehlung. Das kostet Geld, wissen Sie. Wofür ich plädiere und nicht immer gut ankomme dabei, ist der normale Festen, der Menschenverstand. Medien kann man nicht widerstehen als Einzelner. Die machen so eine Welle und stellen eine Gesamtatmosphäre her. Kurze Werbung, in dem Buch geht es genau auch darum, wie sowas entsteht und wenn das entstanden ist. Kann man kaum noch als Individuum sich dem widersetzen. Das kann man kaum. Gut, Fake News ist Thema dann auf diesen Fake News. Was ist Fake News? Problem ist bei Fake News, dass Fake News immer die News des anderen sind. Also es gibt keine einheitliche. Man sieht und irgendwann mal hat man angefangen zu sehen, was man glaubt. Sehr Menschenverstand ist Nummer 1 und dann konfliktbezogene Betrachtung. Das heißt, wenn ein Konflikt zwischen Russen und Amerikanern ist, würde ich gerne CNN und Russia Today sehen. Wenn ich nur das eine sehe, dann ist er beteiligt. Ist er beteiligt. Kann man nicht heranziehen als unabhängig. Jetzt das Mythos von unabhängigen Journalisten und so weiter, das ist wahrscheinlich, das wissen alle Systemtheoretiker. Wir sind unabhängig innerhalb des Systems. Aber nicht unabhängig per se. Wir fühlen uns Journalisten auch dem jeweiligen System zugehörig. Wir leben davon. Sie können auch als Journalist ganz links sein, autonom sein. Am Ende wollen Sie Euro verdienen. Denn bei Lidl und Aldi können Sie nur mit Euro zahlen. Das ist ein Gesamtsystem. Kann man nicht mit guten Daten das ersetzen. Also insofern wäre das Konsumieren von verschiedenen Medien, gegensätzlichen Medien, sehr ratsam. Wenn dann noch Restmenschenverstand da ist, dann kann man Hoffnung haben. Wichtig noch, nicht allzu sehr Medien konsumieren.
Ich finde immer, eine begrenzte Zeit reicht, wenn man da sich hineinsteigert. Ich kann Ihnen bei jedem Talkshow fast im Vorfeld sagen, was jeder sagt. Nicht nur das. Die werden so vorbereitet, dass jeder das sagt, was von ihm erwartet wird. Das ist keine Manipulation, das ist Technik. Denn es wäre sehr langweilig, bei einer Talkrunde nur die eine Meinung auf einmal entsteht, wo alle fünf in die Richtung argumentieren. Also sorgt die Redaktion, dass man bei einem Thema zum Beispiel einen Linken, einen Rechten, einen Pro-Asyl, einen keine Ahnung, AfD da sitzt und dann schon das ist lebendig. Das ist medientechnisch. Problem dabei ist, das ist leider dann sehr absehbar, sehr berechenbar ist. Man weiß schon automatisch, was von einem verlangt wird. Ich muss zugeben, manchmal gehe ich hin, bereite ich mich gar nicht vor. Wenn man die Technik beherrscht, sieht alles gut aus. Man sagt nichts. Mein Lieblingsbeispiel aus dem Jahr, glaube ich, 2011, 12. Da hat mich die Deutsche Welle angerufen. Das ist jetzt, was ich sage, ein journalistisches, wie sagt man, Striptease. Die rufen mich an, kannst du in 10 Minuten hier sein? Ja klar, wieso, ein Gast aus Bonn, die Sendung war in Berlin, konnte nicht kommen wegen Schnee und so, und wir brauchen dringend jemand, die Sendung muss anfangen. Und mein Büro war damals in der Nähe, 10 Minuten bin ich da, habe ich gesagt, und ich bin da hingekommen. Ich sitze mich auf den Stuhl, was ist euer Thema? Ich glaube, es war Nigeria oder sowas. Niger oder nicht, ich weiß es nicht. Ich schwöre, ich wusste gar nicht, wo genau das liegt. Aber halbe Stunde Diskussion. Da richtig pro und contra, aber hallo. Und danach musste ich lesen, was war das nochmal? Die Technik ist es leider so entwickelt, und hier gibt es eine Kritik an Medien, Sie haben es erwähnt, arabische Medien zum Beispiel. Sind sie abhängig? Wenn Sie meinen, die arabischen Medien wären unabhängig, die wären abhängig und die westlichen unabhängig, dann muss ich widersprechen. Inzwischen muss man auch nicht mehr, darf man nicht mehr von arabischen und deutschen und französischen und so weiter, inzwischen muss man von Medienproblematik sprechen. Man ärgert sich hier über Begriffe wie Lügenpresse. Bei uns auf Arabisch sagen wir, wenn irgendwas jetzt so unglaubwürdig klingt, ach, Zeitungsgeschwätz. Das heißt, sowieso eine Lüge. Also es ist ein Gesamtphänomen. Wie Medien, weil die Medien sich so entwickelt haben, so perfektioniert haben, dass am Ende leider, wie jedes System in der Zeit, perfektioniert, nur noch das Ende kommt. Und unsere Kollegen, was machen die? Das Volk ist dumm, wir sind klug. Das ist die Antwort darauf, leider bis jetzt. Wenn man das sagt, jetzt hat man im Spiegel ein großes Skandal gehabt, trotzdem beharrt man auf die Meinung. Es gibt ein gutes Beispiel von der BBC. Wie wird ein Live-Gast geschaltet? Also man geht, fährt irgendwie zum Haus, N24, NTV, CDF, keine Ahnung, oder Jazeera, egal wo, CNN auf der Welt, BBC. Man wird empfangen, reingenommen, normalerweise zu einem Raum, wo so Zeitungen rumliegen. Dann wird man noch, oft sind das Praktikanten, genommen zur Maske. Maske wird gemacht. Man wird genommen und schon ist man im Studio. Frage, Antwort, 5 Minuten, fertig, sagt die Moderatorin, mal jetzt gehen Sie raus. So. BBC hat auf einen IT-Experten gewartet. BBC hat zur gleichen Zeit aber auch einen Fahrer bestellt, Fahrerjob annoncen. Der Mann kommt, sie nehmen ihn, Raum, Maske, Studio, IT-Frage. Er war der Fahrer oder derjenige, der sich für einen Fahrerjob bewerben wollte. Was ist da geschehen? Das System ist perfekt. Es kam aber ein kleiner Störfaktor und schon dreht sich das Rad. Wir sehen, also ich kann nur empfehlen, unser Menschenverstand beizubehalten, verschiedene Medien gegensätzliche und nicht zu lange ist immer nicht gut. Auch für uns Journalisten. Bitte schön. Ich hätte noch mal kurz einen Einwand. Könntest du vielleicht ein bisschen lauter dann reden, weil hinten das Mikro ist leer. Mikro ist leer? Ja, das ist die Batterie ist leider leer. Meine Scheiße. Okay, ich stehe dann so. Entschuldigung, ja, das war das Problem, das Mikro, ja. Die Batterie. Entschuldigung, es war jemand da hinten. Sie? Ja. Ich würde gerne einen anderen Aspekt nochmal hinterfragen, und zwar zur analytischen Seite. Unabhängig davon einfach ein Kompliment für Ihren großartigen Humor.
und insgesamt die vielen Anregungen. Sie haben die Geschichte letztlich mit 1990 anfangen lassen. Das sehe oder kann ich nicht so sehen, weil es eine sehr, sehr lange Vorgeschichte gibt. Da kann man fast beliebig lange zurückgehen, bis ins Osmanische Reich oder noch weiter zurück. Aber ich kenne es aus sehr vielen Zusammenhängen, aus Regionen, die ich viel, viel besser kenne als die nahöstliche Region, dass das Nichtwissen um diese lange Vergangenheit die Fehler von heute und morgen produziert. Mehr muss ich, glaube ich, gar nicht sagen. Ich gehe bis hin zurück zu den Kreuzzügen, sogenannten Kreuzzüge, Kolonialzeit. Aber warum ist das ja nichtsdestotrotz 90 sehr wichtig? Sehr, sehr wichtig. Früher habe ich mit uns Arabern früher nicht so viel Mitleid. Also als die Kreuzzüge in Bagdad, in Palästina, Syrien, in diese Gebiete sich breit gemacht haben, waren wir noch in Spanien. Man war Täter und Opfer sozusagen. Mit der Kolonialzeit fing etwas Neues an, wo das von der einen Seite gestört wurde. Schnell aber fand die Welt zu einer Ordnung nach der Kolonialzeit, Zweiter Weltkrieg, dieser Ostblock, Westblock, man nennt das Kalter Krieg. Kalter Krieg ist übrigens ein amerikanischer Begriff, das war ein Buch, 47 oder so, Cold War. Ich fand ihn nett. Mir ist lieber Kalter Krieg als heißer Frieden. Weil es gab keinen Krieg, sondern es gab so Spannung. Und wir hatten damals unsere Ruhe. Relativ. Länder wie Ägypten, Irak, Syrien, Libyen, Südamerika, keine Ahnung, auf der Welt. Man konnte dahin und dahin. Oder man konnte sich so auch mal zusammentun und sagen, Non-Block-Staaten. Wir sind der dritte Block, weder Ost noch West. 90. Für mich ist das Jahr der Vergewaltigung der Welt. Der Punkt. Denn auf einmal bleibt einer von diesen zwei Kontrahenten und glaubt, Sieger zu sein. Und nicht nur Sieger im militärischen, wirtschaftlichen Sinne, schon wäre es, hätte man schlucken können. Denken Sie an Francis Fukuyama, das Ende der Geschichte. Also wissen Sie, unser Islamkritiker in der arabischen Welt, wenn Sie schon das islamische Denken kritisieren, dann sagen Sie, kein Prophet nach Mohammed, kein Buch nach dem Koran. Was ist das für eine Welt? Alles zu Ende. Schluss. Feierabend. Jetzt kommt der Feste mit seinem Feierabend. Ende der Geschichte. Das war's. Die Menschheit wird noch 10 Millionen Jahre wählen gehen, konsumieren, die Verfassung verteilen. Das war's. Ende. Kann man frisch schlafen gehen. Es kommt eine Bucht, diese Überlegenheitsgefühl auf auch ideologischer Ebene. Fragen Sie die Ostdeutschen, was ihnen umgegangen ist. Es war unglaublich das Siegesgefühl des Westens. Man hat sich entsprechend benommen. Und uns gegenüber der arabischen Welt war, wie gesagt, der Rücken war frei. Früher, wenn jetzt USA Streitkräfte in Syrien, die wollen sie abziehen, bitte machen sie das. Aber früher, wenn die Amerikaner irgendwo Soldaten hatten, mussten die Sowjets das zumindest dulden, mussten ihnen reden. Man muss Rücksicht nehmen, es könnte ihnen nicht passen. Heute, wenn sie jetzt nach Hause gehen und hören, in Venezuela sind 10.000 amerikanische Soldaten gelandet, dann denken sie auch, ja, die wollen den neuen Präsidenten helfen, also verfassungskonform, alles gut, ja. Das kann man nicht machen. Das ist wirklich. Erst 2016. 15, wenn Sie ihn genau haben wollen, mit der Schlacht um Aleppo, wurde klar, seit 1991 bis 2016 konnte der Westen alles machen, wirklich alles. Der muss weg, der Präsident da, der muss nach Hause. Der kommt und wird Präsident. Ich gehe in dem Buch auf das Beispiel Hamid Karzai. Hamid Karzai, der afghanische Präsident, wie skandalös das war. Wie skandalös das war, wie man so eine Figur kreierte und wieder wegmachte, das gab es in der Menschheitsgeschichte noch nicht. In dieser Form noch nicht. Ein ganzes Volk sitzt in Afghanistan, guckt, was Petersberg bei Bonn entschieden. Ich war dabei bei der Konferenz. Afghanen, alle Couleure, Russen, Amerikaner, die Deutschen natürlich, Gastgeber.
und so weiter, Iraner. Auf einmal kommt der Sprecher, das ist so eine Szene im Buch. Sie brauchen das Buch nicht mehr kaufen, ich habe alles erzählt. So, das ist eine Szene im Buch. Kommt der Sprecher von der UNO und sagt, heute hat ein anständiger Bastunenführer angerufen bei der Konferenz von Afghanistan aus. Er kämpft gerade in Tora Bora gegen die Terroristen und er hat zu den Versammelten im Saal gesprochen und hat zu ihnen gesagt, wir sind alle Afghanen. Das war die Entdeckung, dass die Afghanen Afghanen waren. Am Ende der Konferenz, ein paar Tage später, haben sich alle geeinigt auf diesen Bastunenführer als Übergangspräsident namens Hamid Karzai. Wir haben das erlebt und als Journalist, gut, was hat er gesagt? Alle Afghanen, ja, schreib auf, wir sind alle Afghanen. Aber was ist das für ein Spiel? Ich glaube, diese Phase war wirklich sehr eigen. Saddam Hussein, was machte George Bush W? Nach dem Krieg wurde er gefragt von einem US-Journalisten, sie waren im Irak, keine Massenvernichtungswaffen wurden gefunden. Hat ehrlich geantwortet. So what? Dieses So what gab es noch nie in der Geschichte. 25 Millionen Volk wird überrollt. Am Ende ein So what? Hab mich nämlich geirrt. Entschuldigung. Bis heute. Es gab Untersuchungen übrigens, also was Irakkrieg angeht, Chelkot-Komitee in Großbritannien. Libyen-Krieg. Was sagen die Politiker? Ich habe trotzdem nach bestem Wissen und Gewissen entschieden. Also wenn Sie mich fragen nach Demokratieentwicklung, was ich mir wünschen würde, wie bei Herstellern in der Industrie, auch danach haften, wenn man nicht mehr am Markt ist. Ja, ich würde gerne Herrn Bush und Herrn Blair vor Gericht sehen. Zumindest wegen Blutheit oder geschlossener Anstalt. Ich muss mal verantwortlich sein. Aber dieses So what, die fing 1991 an, weil die Sowjetier Probleme hatten und die anderen dachten, A, wir können alles machen, was wir wollen, B, wir sind wirklich überlegen. Überlegenheitsgefühle waren bei der Menschheit immer gleich überlegen. Das sehen Sie bei allen Radikalen. Ob jetzt Islamisten, christliche Fundamentalisten, Nationalisten. Mal ist es Überlegenheit von Rasse, von sonst was, um die Geschichte ein bisschen zu gehen. Mal ist es Überlegenheit vom eigenen System. Ja, gut, eigenes System haben wir entwickelt, also sind wir entwickelt. Das System ist das Beste, was es gibt auf Erden. Gut, noch riesige Entwicklung wahrscheinlich schon, sonst wäre das nicht so dahin, so eine Entwicklung bis dahin. Zur Behauptung für die anderen auch, das ist schon Wahnsinn. Und deswegen ist das Jahr 90, das Jahr, wo die halbe Welt nackt stand und da ein Land nach dem anderen, bum, 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 mal Jugoslawien, mal Irak, später Libyen, dann bis hin nach Syrien. Ohne weiteres. Und die Leute, die Friedenspartei im Westen, Friedenspartei, rufen inzwischen nach Krieg. Sie nennen das aber humanitären Einsatz. Das humanitäre Menschenrecht. Schutzverantwortung. Das fing als 1991 an. Das ist sehr entscheidend. Das war eine Veränderung auf Weltebene. Der Zusammenbruch von der Sowjetunion hat die Welt verändert. Anders als der 11. September. Viele im Westen denken, 11. September hat die Welt. Nein. 11. September war strategisch nicht so interessant. Damals war es vor einem Block weg. Das war interessant. Und jetzt erleben wir auch eine neue Entwicklung hin zu neuer Bildung von Zentren, zum Beispiel China, Russland, Amerika ist nicht mehr allein. Die EU versucht jetzt auch ein bisschen alleine aufzubauen. Daher kommt diese 1990. Ohne natürlich das historisch-arabische ganz auszublenden, aber wo sie die Kreuzzüge erwähnt haben, oder diese lange Geschichte. Warum war es anders? Ab 90 haben wir das Gefühl, ganz minderwertig zu sein. Unerheblich, was man mit uns macht. Damals, obwohl die Kreuzzügler da waren, hat man sie auf sie von oben herabgeguckt übrigens. Die Kreuzzügler von uns waren die Barbaren. Das sind die Barbaren. Ne? Kommen aus Europa, die Barbaren. Und da gibt es ein ganzes Buch übrigens aus der damaligen Zeit, sehr interessant, auch ins Deutsche übersetzt, über diese Barbaren aus damaliger Sicht und wie man das macht und wie man die Begegnung sich gestaltete.
Das hier ab 90 war einmalig und dem behaupte ich, das ist schon eine Art Dritte Weltkrieg, 90 bis 2016. Jetzt finden wir wieder zu einem anderen Gleichgewicht. Schon die Verlängerung, wer war die Ecke? Die Frage fast vergessen. Es geht um die Irak-Krise. Und Sie haben erwähnt, das ist die, ja, der Mann, dieser Krieg hat die Terroristen erzeugt. Und dann haben sich langsam entwickelt in Al-Nusra und IS und so weiter. Bestimmt haben die diese Länder besucht, vor kurzem, ich denke. Vor kurzem. Wie haben Sie das gefunden? Und zweitens, diese Länder meine ich. Und zweitens, Sie haben gesagt, dass es ja neuere Entwicklungen in dieser Welt gibt. Zum Beispiel China, Russland und so weiter. Es gibt jetzt fast ein Gleichgewicht. Es gibt zwei Lager. Hat das eine Funktion, um zum Beispiel um dieser Westen zum Beispiel vernünftig zu werden? A. Und zweitens, wie sehen Sie das, wie unsere Politiker in Deutschland aus? Sie machen weiter, das heißt eine Domino-Politik. Wir machen jetzt Nahe Osten, danach dann zum Beispiel gibt es noch, Sie haben Caracas oder Sie haben Venezuela erwähnt und zum Beispiel Ukraine, ich habe Sie auf einmal im Interview, Sie haben erwähnt Ukraine und über diese Krise gesprochen. Was denken Sie, das nächste Ziel? Ich würde das kurz machen, das sind viele Fragen. Sie können einpacken in einem. Also die Sache mit dem IS, Nusra, Al-Qaida und so weiter. Was ist das? Theorie gibt es genug, aber das heißt, wenn ich irgendwo laufe in Afghanistan oder Syrien oder in Irak, stoppt mich eine Straßensperre und fragt mich nach einem Koranvers. Wenn ich das nicht auswendig habe, dann werde ich erschossen. Jetzt würde jeder vernünftiger fragen, so in Sachen simpel hier zu halten, wo ist der Staat, wo ist die Polizei? Wo ist die Landespolizei, Bundespolizei, keine Ahnung. Gibt's nicht. Warum sind sie weg? Aber man hat den Staat zerstört, zerbombt. Aha. Also man Staaten zerbombt, zerstört. Auch Staaten, die uns nicht passen. Auch meinetwegen schlechte Staaten. Kommen solche Phänomene. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Anhänger von Maduro wäre. Aber wenn man Venezuela zerstört, kommen Katastrophen auf. Die Region erstmal dann auf uns zu. Den Staat ist kein Luxusartikel. Staat ist diese Form, zu der wir gelangt sind als Menschen überall. Uns hat man fast gezwungen, diese Form, nicht mehr Reiche, sondern Stämme, sondern Staat zu leben. Damit man mit der Außenwelt agieren kann, internationale Beziehungen, aber auch nach innen als Staat einigermaßen zumindest funktioniert. Es mag sein, dass in manchen Orten im Westen wie DDR damals der Staat verschwinden kann, ohne dass es zu großen Katastrophen führt. Die Erfahrung unserer Region ist, dass wenn der Staat und die Staatlichkeit dahin sind, wird aus Monopolgewalt des Staates Gewaltautonomie eines jeden. Und deswegen habe ich immer was dagegen, wenn an einem Staat gerüttelt wird, egal wie mir das gefällt, der Staat meine ich oder nicht. An den Staaten oder man nicht. Wenn ich einen Staat habe, auch einen schlechten, kann ich ihn verbessern. Gibt es keine Demokratie, dann gibt es Chaos. Syrien als Beispiel. Selbstverwaltung ist ja in Ordnung, aber wer hat sie gewählt? Keiner. Aber hallo. So, das ist der Punkt, wie das kommt. Zerstörung von Staaten führt zu so etwas, wenn man dann eine ganze Armee wie die irakische nach Hause schickt, trainiert, bewaffnet, dort sind Stange und dann ideologisch gibt man noch den Islamismus, bis man einen IS hat. Politiker am Westen. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ich bin ja auch deutsch und syrisch. Also ich bin seit 30 Jahren hier, fühle mich sehr zugehörig. Ich habe hier doppelt so viele Delegationen in Syrien. Ob man mit sich Mitleid haben soll als Deutscher oder mit sich als Syrer Mitleid haben soll. Warum? Natürlich,
deutsche Politik und wie sie gestaltet wird, meinetwegen auch im Ausland und so weiter, führt manchmal zu negativen Folgen. Aber letztendlich ist die Wirkung von Deutschland begrenzt im Vergleich zu Big Boss, Amerika, oder anderen europäischen Staaten wie Frankreich, die mehr in dieser Region zu sagen, eine ehemalige Kolonialmächte, mehr zu sagen haben, Großbritannien, Frankreich. Das ist jetzt auf der Ebene Deutschland vergleichen mit anderen. Aber wenn man guckt, wie man Politiker heutzutage wird, also wenn man mir sagt, François Mitterrand in Frankreich oder Helmut Kohl in Deutschland oder bis hin zu Margaret Thatcher in Großbritannien, die ich nicht mag, aber trotzdem vom Werdegang her, Leute, die einen Weltkrieg erlebt haben und danach die Lehren gezogen haben, die Generation vielleicht direkt danach, die auch noch das mitbekommen hatte. Gerhard Schröder hat noch in Rumänien im Wald nach seinem Vater praktisch gesucht. Sein Vater ist ja da gestorben im Krieg bei der Wehrmacht. Wenn ich es heute sehe, wie man Politiker wird, das sind Parteisoldaten, ja und Amen, Networking, gute Beziehungen, nicht negativ auffallen und automatisch, irgendwann mal ist man ganz vorne. Keine Sorge, wenn man ganz vorne ist, wird auch Public Relations gemacht, man wird hier bekannt. Wer ist die beliebteste Politikerin heute in Deutschland? Nämlich Frau Merkel, Frau Karrenbauer. Ich als Journalist habe den Namen vor 2 Jahren nicht gehört. Hatte hier keine Affäre, gar nicht. Also, wenn man Donald Trump, wer hat von Donald Trump gehört 2014? Wer ist das? Heute. Also die Politik funktioniert, und das ist nicht Kritik an Personen, weder Trump noch Karrenbauer noch Merkel noch, das ist eine Kritik an System, wo Politik nach Maßstäben funktioniert, von PR-Maßnahmen, ohne jetzt vielleicht die notwendige Tiefe zu haben oder Beschäftigung. Wahrscheinlich können Sie es auch gar nicht mehr, wenn Sie auf Kalender eines Politikers heute achten, wie Sie leben, dann sind Sie ihm schon dankbar, dass er doch normal reden kann. Termine, 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 das, das, dies, dies, dann kommen irgendwelche Leute, Briefing schnell da, jetzt sagst du das zu Energie, jetzt sagst du das, Frau Merkel, manchmal musst du mal zu Energie was sagen, mal zu Dieselskandal, mal zu innerhalb kurzer Zeit. Die Frage ist, und das ist eine systemtheoretische Frage, kann das weiter so gehen? Ich behaupte, es führt zu einer Katastrophe. Ich habe vorhin über das System Journalismus gesprochen und wie das zu Katastrophen und Live-Geschichten führt. In der Politik genauso. Wann passiert eine Katastrophe? Eine richtige Katastrophe. Normale Katastrophe findet statt, wenn jemand einen Fehler macht. Eine richtige Katastrophe findet statt, wenn alle das Richtige machen, trotzdem das Ergebnis negativ ist. Dann weiß man, das System funktioniert nicht mehr. Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus der Wirtschaft. Wenn Gerüchte auf dem Markt kursieren, Rezession oder ein Crash der Kurse steht bevor, was machen die Leute? Ziehen ihr Geld aus dem Markt ab. Das ist richtig. Wenn eine Katastrophe kommt, will ich ja mein Geld retten. Nur, in dem Moment, wo alle ihr Geld abziehen, findet die Katastrophe statt. Wollen Sie eine Bankpleite machen, verstreuen Sie das Gerücht, die sind pleite. Alle gehen hin, ziehen ihr Geld ab, vorbei. Denn keine Bank hat natürlich das Geld parat. Das sind Systemfehler, das heißt, wir sind unabhängig von unserem Willen, man muss darüber nachdenken, aber ich habe da meinen Zweifel, was ich da erlebe an Politikern in der letzten Zeit. Das ist nur Parteischule, bla bla, und das ist Parteischule, ist nicht Ideologie, und verstehen Sie mich nicht falsch, also jetzt sozialdemokratisch bis in die Knochen oder konservativ, nein, nein. Wo sind die Schwerpunkte, wer ist wichtig? Wer taucht da auf? Und das ist natürlich nicht beruhigend, weil es fehlt die historische Erfahrung. Es fehlt der Kontakt zum Volk. Neulich hat Spiegel, neulich vor einigen Wochen, über Politiker im Bundestag etwas Nettes gemacht, ausnahmsweise, wo sie über ihre Blase reden. Ich bin Volksvertreter, aber die ich vertrete, treffe ich kaum.
Bundestag, der Linie, sogar eigene Mensa, eigene U-Bahn fährst. Wann soll man mit den normalen Menschen reden? Und wenn der Vater noch auch erst hier war, dann ist es eine Entfremdung über Generationen. Dann landet wie bei Marie Antoinette eines Tages, die gesagt hat, warum essen Sie kein Kuchen? Sie schreien nach Brot. Für mich ist Marie Antoinette der heutigen Zeit Macron. Emmanuel Macron. Wer hat aus der Witzfigur den Helden gemacht? Innerhalb auf wenigen Monaten wurde aus einem Emmanuel Macron, der einfacher Minister war, eine Hoffnungsfigur für Frankreich. Dann für Europa. Beinahe noch für die Welt. Noch ein bisschen mehr für das Universum. Bis die gelben Westen auf die Straße gehen. Denn die Realität holt einen ein. Man kann so viel PR machen, wie man will, wenn der andere nicht genug Geld hat oder nicht genug Gefühl hat, würdig und respektvoll behandelt zu werden, dann geht er auf die Straße. Und da hält das alles nicht mehr. Und da hält das ganze Geld, was diese Leute gesammelt haben, nicht mehr. Da helfen die Banken nicht mehr, die Medien nicht mehr. Das ganze System bricht dann zusammen. So bin ich da nicht so optimistisch, obwohl hier und da findet man den einen oder anderen, der nachdenkt, aber das ist selten leider. Das ist selten. Sie waren da. Ich wollte nochmal auf das Wort Kollateralschaden eingehen, das Sie benutzt haben. Ich glaube am Anfang im Zusammenhang mit dem Golfkrieg. Und zwar gehen Sie auf den Boom, oder können Sie vielleicht jetzt was dazu sagen, inwiefern Sie die Ursache für den Kollateralschaden beschreiben? Es muss ja ein übergeordnetes Problem geben, wodurch die Kollateralschäden, so wie Sie das nennen, fußen, wie zum Beispiel der Golfkrieg. Also führen Sie dort eine Verknüpfung, wie das Ganze zustande gekommen ist, ob es vielleicht der Konflikt Amerika-Russland beispielsweise als Grund für gewisse Kollateralschäden. Es ist Grund für die Schäden natürlich, aber das Wort Kollateralschaden ist schon problematisch. Ja. Denn bei Krieg gibt es ja nur Schäden. Es gibt keine Bombe, die einen begrüßen. Leute sterben halt im Krieg, seitdem auch man die Städte bombardiert. Das ist ein Phänomen moderner Natur. Früher haben sich die Jungs außerhalb getroffen, sich gegenseitig abgeschlachtet und die Gewinner kamen dann zu der Stadt der jeweils anderen. Inzwischen sind die Städte und Zivilbevölkerung direkt betroffen, seit ersten, spätestens Weltkrieg ist klar, es gibt keine Zivilisten mehr, das ist Quatsch. Also, ob in London, ob in Berlin, ob in Dresden, ob in Pearl Harbor, gut, das war Militär als Einsatz, aber Russland kann natürlich ein Lied von sich. Also die gibt es immer. Das Problem mit Kollateralschaden ist nicht, dass es die, finde ich, dass sie gar nicht gibt. Es gibt nur diese normale Schadenkrieg. Unschuldige, die sterben. Wir haben aber einen überlegenen Westen, der natürlich nicht so damit umgehen kann. Die Massen hier, wenn man ihnen sagen würde, wir gehen nach Afghanistan, machen A, B, C. Am Ende sieht es genauso aus wie früher, wenn nicht schlimmer. Außer dass ein paar Leute mehr sterben, dann sagt man hier. Wozu? Scratch. Man geht nach Afghanistan, um Mädchenschulen zu bauen. Ich glaube viel, dass die Bundeswehr eine Baufirma ist. Nein, es ist eine Armee. Man baut Mädchenschulen. Jetzt kommt das eine oder andere und sterben Menschen. Wie bei Henk Klein, das war der deutsche Offizier, der durch sein Können, militärisches Können dazu beigetragen hat, dass 100 Seelen der lieben Gott getroffen hatten, unschuldige Menschen in Afghanistan. Die wurden alle entschädigt. Nicht, dass sie denken, entschädigt, 5000 Euro jeweils. Nicht, dass man denkt, es gibt so. Und die Leute sterben. Was soll man da sagen? Damit die Öffentlichkeit das schluckt. Das sind die Kollateralschaden. Eine sprachliche Erfindung für etwas, was es schon immer gab. Bei modernen Kriegen, aber schmackhaft für die Öffentlichkeit, die eigentlich den Krieg nicht will. Nicht nur die Öffentlichkeit, die breite Öffentlichkeit. Einmal hat ein Kabarettist in Deutschland sich erlaubt, bei einer Abstimmung über Bundeswehr-Teilnahme an diesem Anti-IS-Kampf in Syrien, die Abgeordneten zu fragen. Das war ein Kabarett. Wen unterstützen wir da genau, gegen wen? Und man war ein Genuss zu sehen, wie die Abgeordneten natürlich nicht mal wussten. Und ist nicht unwissend, aber ein Abgeordneter hat nicht nur über Syrien nachzudenken, über Irak, sondern er hat ja auch Energiepolitik, er hat ja Finanzpolitik, er hat
hier merkt man, wie das System wackelt. Wie das System wackelt. Deswegen Kollateralschaden war in dem Buch eher ironisch gemeint, wie man sprachlich, und darauf gehe ich sehr im Buch ein, wie man sprachlich versucht, einen Krieg schmackhaft zu machen. Militärischer, humanitärer Einsatz. Zum Beispiel jetzt Beispiel Venezuela. Die EU verlangt einen unbehinderten Zugang für humanitäre Hilfe. Also wenn ich an die EU-Grenze sage, ich will darüber humanitär helfen, aber hallo, weil immer ein Flugzeug, ein Schiff reinkommt ohne Zustimmung des jeweiligen Landes, das ist ein Angriff. Man kann das nennen ungehinderter Zugang, um humanitäre Hilfe zu leisten. Warum behindert sie das dann eigentlich, wenn das nur humanitär wäre? Warum erst jetzt, wenn der neue Präsident jetzt anerkannt wurde? Eine Woche später ging es den Menschen auch schlecht. Hätte sie mit Maduro sprechen können, wir haben so und so viel Güter. Wollen sie das haben? Der würde nicht Nein sagen. Auch nicht. Das gibt ja eher um die sprachliche Formulierung. Ich habe sie lange gemacht, dass ich schon ja, ich hatte gehört, und es ist garantiert auch wahr, ein chemischer Angriff, also mit chemischen Waffen und auch, dass Krankenhäuser besonders bombardiert wurden. Nachher will es immer keiner gewesen sein. Wir wissen ja, dass eigentlich auch solche Sachen nicht im Krieg stattfinden durften. Ja. Aber es ist, irgendwie ist das für mich. Ist für mich irgendwie nicht nachvollziehbar, wer sowas machen kann. Also Sie glauben es nicht, oder Sie glauben es? Glauben Sie das oder glauben Sie das nicht? Oder? Ja. Es hat bestimmt stattgefunden. Jeder, der den Krieg zieht, nimmt in Kauf, dass bestimmte Einrichtungen auch, die nicht hätte nicht betroffen sein sollen, getroffen werden. Ich frage mich weniger jetzt nach den einzelnen Fällen, war das jetzt hier der Fall. Ich frage mich immer nur, warum treffen die Russen immer die Krankenhäuser und die Amerikaner die Terroristen? Das kapiere ich. Also, das Problem ist nicht, wer behauptet, Krieg führen zu können, humanitär zu bleiben dabei, der muss übergeschnappt sein. Krieg ist Krieg. Und man muss alles machen, damit der Krieg eigentlich erst gar nicht ausbricht. Und wenn er ausbrechen sollte, dann holt er aus uns allem raus. Das Schlimmste, was in uns drin ist. Wenn du Krieg überlebt, der stärker, dann nicht der Gründerkrieg. Nicht der humanitäre. Aber ich frage mich jetzt, ich will nicht Wahrheit mit Hypothese vergleichen, ich brauche nicht die Wahrheit zu können, aber ich frage mich, warum die eine Seite immer das macht, angeblich, und die andere das. Wenn man in die Tiefe geht und recherchiert, ich habe das getan für das Buch und als Journalist, dann entdecke ich, dass die westliche Seite zumindest genauso agiert. Beispiel. Uran angereicherte Munition, das war auch 1991, Zweiter Golfkrieg, das erste Mal, zum Einsatz gebracht, um gepanzerten Fahrzeugen aber richtig zu durchlöchern. Daran erkrankten sogar amerikanische Soldaten, die zurückkamen nach Hause. Also, was aus den Irakern wurden, das hat keiner behoben, erstmal die Statistik. Diese Munition wurde in Syrien 2016 eingesetzt. Nicht ich behaupte das als Suleiman, die Amerikaner, das Pentagon hat das selber zugegeben, Uran angereicherte Munition eingesetzt zu haben. Die Wirkung von diesen Waffen bleibt ca. 30.000 Jahre. Wir werden also lange Spaß damit haben. Doof. Wo hat man das hingehört? Nirgends. Auf der anderen Seite in Aleppo, Krankenhaus nach dem anderen. Und hier merkt man Propaganda. Genauso wie Propaganda heißt nicht, es hat nicht stattgefunden. Nein, nein. Propaganda heißt, mit der Information so umzugehen, dass es zugunsten von der einen Seite, ich kann nicht behaupten, jeder irakische Soldat, der in Kuwait war, 91 war nett zu den Kindern im Kuwait. Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass diese Brutkastenlüge, dass die Kindernamen auf dem Boden geschmissen haben, eine Erfindung von der Tochter, eine Erfindung, an der die Tochter des kuwaitischen betroffenen Botschafters in Washington war, eine PR-Firma aus Amerika, und das 1990. Wenn sie das 1990 so geschafft haben, was macht man im Jahr 2018, 19, 20? Wow, wenn man die Entwicklung sieht. Ich habe meinen Professor bei der Publizistik getroffen.
Ich habe abgeschlossen 2000. Ich habe ihn, glaube ich, 2012, 2013 getroffen. Zufällig bei einer Veranstaltung. Ich habe ihn gefragt, was macht der und der und der Ansatz, was wir damals gelernt haben. Meinte zu mir, vergessen Sie es. Das ist alles Geschichte. Jetzt machen wir viel mehr mit Psychologie und so, Publizistik und Psychologie. Ich dachte, oh Gott, das bin ja Jahrgang 2000, was Uni angeht, also Absolvent. Man muss alles vergessen. Was macht die Propaganda inzwischen? Wir haben uns hingekriegt, dass, weg jetzt von der arabischen Welt, Venezuela auf einmal ist Maduro, seit wann ist Maduro Präsident? Seine Wahl war undemokratisch. Kann sein, ich weiß es nicht. Ich bin da nicht so vertieft in der Sache. Aber ich weiß, dass er nicht gestern gewählt wurde. Er ist schon seit mindestens 20 Monaten an der Macht. Ich weiß, dass Chavez gestorben ist und kam ein Maduro. Jetzt entdeckt man rückwirkend, dass er undemokratisch gewählt wurde. Hier muss man. Und deswegen, also wenn Sie jetzt, vorhin war die Frage, wie geht man mit Medien um? Da habe ich gesagt, man muss gegensätzlich gerichtete Medien und ausgerichtete Medien sehen und unser Menschenverstand. Ich sage Ihnen eines. Emotionalität bei den Medien. Bei dem Bild des ersten Kindes. Schalten Sie bitte um. Sagen Sie, Herr Journalist, egal. Arabisches Kind, israelisches Kind, amerikanisches Kind, iranisches Kind, russisches Kind, schalten Sie bitte um. Das ist keine Nachricht mehr. Das ist ein Spiel mit den Urinstinkten. Was machen Kinder? Schauen Sie Kinder an, richtig. Blutsauger, Geldsauger, Zeitsauger, das sind Kinder. Aber wir pflegen sie und lieben sie. Wir waren alle Kinder. Warum? Weil die Natur hat das so programmiert, dass wir das so lange machen, bis sie stark und groß genug sind und dann stecken sie uns in den Alltag ein. Ja? Das sind instinktive Sachen. Nach Logik würden sie niemals einem Kind zogen gehen. Das ist total passiv. Ich gebe alles und das Kind. Aber die Kinder erwecken in uns instinktiv Gefühle. Und Instinkte, allem voran Schutzinstinkt. Wenn Sie ein Kind sehen, wollen Sie das Kind umarmen. Lieb haben. Das ist Natur, das ist kein Gedanke. Ich bin lieber Mensch. Nein, das ist Natur. Und wer ein Kind im Fernseher zeigt, der verletzt, der weint, und so, das weint oder verletzt und so weiter, der wird genau das bei Ihnen erwecken. A, haben Sie Mitleid mit dem Kind, B, hassen Sie oder stellen Sie sich gegen die Seite, die diesem Kind Schmerzen zugefügt hat. Das nennt man die Psychologie, Psychologie ist das nicht, das ist vergleichende Verhaltensforschung, das Kindchenschema. Das Kindchenschema gibt es bei allen Säugetieren übrigens. Es geht nicht nur um uns Menschen. Das ist viel tiefgreifender, als dass nur natürlich ein Känguru oder eine Giraffe, wir sehen kein Fernsehen, die tun das. Und da werden Sachen bei uns erweckt, die natürlich eher politisch dann auf politisches abziehen, aber dafür Kinder und sowas. Deswegen gehe ich genau auf diese Propaganda ein. Immer Vorsicht, wenn die Rede von Kindern ist. Von Krankenhäusern. Für mich gibt es keine Armee auf dieser ganzen Welt, der bei der Planung eines Angriffes sagt, wo ist das Krankenhaus, der muss sich unbedingt treffen. Das muss Cartoon-Film sein. Jede Armee auf dieser Welt. Ich will niemanden ausnehmen oder einschließen. Von amerikanischem bis russischem bis syrischem bis südafrikanischem achten auf militärischen Gesichtspunkten. Wo ist die Kraft der anderen Seite? Wo sind die Waffen? Wo ist diese Feuerquelle? Welche Waffen haben Sie? Aber Idioten, die nur sitzen, damit Sie ein Krankenhaus, das mache ich kaputt. Das gibt es nur bei Giga, so ab 6 Jahre, aber nicht für Erwachsene. Aber zu behaupten, dass die eine Seite das macht, die andere baut Mädchenschulen, ziemlich schwer verdaulich. Aber natürlich, da man immer, wenn jetzt in Venezuela ein Krieg ausbricht, meinetwegen, wenn wir das nennen, Bürgerkrieg, sollte keiner denken, es wird gut aussehen, es gibt Guten und Schlechten dabei. Wir werden alle schlecht aussehen dabei. Außen und die da drin. Alle. Und wer die nationale Versöhnungsprozesse in Südafrika verfolgt hatte, wo die Leute kamen, zum Prozess von Versöhnung und ausgesprochen hatte, was sie gemacht haben, an Verbrechen von allen Seiten. Keiner sagt mir, die Schwarzen waren es und die Weißen oder die Gestreiften, alle. Weiß, wie schlimm das ist, wenn man dazu beiträgt, dass eine Situation wie jetzt in Venezuela entsteht, wie vor ein paar Jahren in Syrien entstand, wie im Irak 2003 entstand.
Zerstörung von Staaten rütteln an sowas, dann kommt die Katastrophe. Und wer gegen die Katastrophe ist und für Krankenhäuser und so weiter ist, sollte das verhindern, dass man solche Staaten destabilisiert. Staaten destabilisieren, dann weinen wegen Krankenhäuser, ist ein bisschen sehr problematisch, was oft in den Medien hier, aber auch bei den Politikern hier thematisiert wird. Leider Gottes. Ich will jetzt nicht viele Beispiele nennen, das ist brutal. Wir haben Kinder unter 6, dürfen nicht über alles reden. Nächste Frage. So, wenn es dann keine Fragen mehr gibt, so, dann werden wir, glaube ich, erstmal am Ende. Wir bedanken uns für das Dasein und hoffentlich war das ganz interessant und was Schönes für euch. Für so. Und Fragen waren genug da und da haben wir freuen uns alle sehr, dass Herr Suleiman extra nach Freiburg gekommen ist, um so ein Buch oder sein Buch, einen Vortrag zu zeigen. Was und hinten liegt und genau, es kann Sie können das käuflich da hinten auch erwärmen, das ist natürlich dann ausgestellt. Ja. Wer es hat. Unterlegen alle dem System. Vielen Dank. Danke.